Leute, FreundInnen und BlumenbrecherInnen, wir sind die Kopfkracher, Gescher und Fredanko und das ist unser Podcast. Yeah. Folge 5, der Punk und wir. Oh, ja, Hauptsache wir sind im Titel. Ja, wir sind im der Titel. Der Punk und wir. Und wer ist noch im Titel? Gut. Warte, ich schalte meine Zaubermaschine ein. Oh, warte. Was für eine Zaubermaschine? Alles klar? Hallo? Hallo? Oh, ist doch was passiert. Eine die Stimme kenne ich. Hat funktioniert. Wo die Stimme kenne ich. Das ist doch, ist das etwa der Ruf aus der Vergangenheit? Hallo? Das ist er, der einzig wahre, der unglaubliche Martin. Oh, yes. Hallo. Ich grüße dich. Das ist ja wunderbar, dass du bei uns bist. So schön, nicht angekündigt worden. Es klappt. Oh. Sehr schön. Ja. Er kann doch noch was anderes wahrscheinlich sagen, außer auch, hallo. Ja. Okay, cool. Ja. Hallo. Bitte. Wow, wir haben lange drauf gewartet. Wir haben ja auch viel, viel gemacht, um dich in die Sendung zu bekommen. Richtig. Wir haben uns von dir Gingerbier schicken lassen. Mm-hmm. Wir haben dir ein Aufnahmegerät geschickt. Das stimmt. Das Einwandfrei. Mann, haben wir. Das Aufnahmegerät ist klar. Aufnahmegerät. Ja, das Aufgabegerät. Sehr gut. Ist nahezu ein Aufgabegerät. Aufgabegerät? Das hatte ich früher beim Sport immer, ein Aufgabegerät. So. Der sogenannte Bock. Jetzt. Ja. Lass uns gleich ins Thema gehen. Die Zeit ist eng, ihr wisst es alle. Und ihr wisst auch, dass ich so ein Typ bin. Ich fuchs mich in Sachen rein, ja. Ich recherchiere da stundenlang. Mhm. Und bei mir kommt nichts weg. Ich habe also jetzt hier ein Dokument vor mir liegen. Ich werde das einmal vorlesen, um einfach mal die Zuhörer einzufangen. Wer ist eigentlich dieser Martin? Das ist ja gerade so ein Schleier, liegt ja auf ihm. So ein Schleier. Also, wir haben Schleier-Martin gerade. Ja, also nach 11 Jahren Alkohol muss ich sagen, wer ist eigentlich dieser Martin? Wer ist das eigentlich? Und ich fange mal ganz vorne an. Ja? Nee, bitte. Denn Martin wird jetzt sicherlich auch so ein bisschen... Er ist ja jetzt so eine Weiche. Er wird uns sagen können, ob wir normal sind oder nicht. Das kann er alles sagen. Und ich fange vorne an. Ich habe hier mir die Telefonliste. Hör mal zu jetzt. Ja, ist jetzt aber, jetzt, aber jetzt ist was richtig. Qualifiziert ihn dazu, zu beurteilen, ob wir normal sind? Er ist der unglaubliche Martin. Ach so, Entschuldigung, das hatte ich kurz... Wart's mal ab. Ja, wart's mal ab. So, also, Telefonliste der Windmühlengruppe im Kindergarten. So, die liegt mir hier vor, also meine Telefonliste. Ich war ja in der Windmühlengruppe und... Ja, ach nee. So, und da fehlt der Name Martin völlig. Der steht hier gar nicht drauf. Martin, wie kommt das? Das liegt daran, dass du und ich, wir waren, als wir noch kleine Kinder waren, getrennt. Man kann es sich kaum vorstellen. Nein, aber wir waren getrennt. In der Hausbootgruppe und du in der Nachbargruppe, in der Windmühlengruppe. Nein, echt, ja, du warst... Aber wir waren im gleichen Kindergarten. So, stimmt das, ja. Und Windmühlen. Gut, nicht schlecht. Sehr gut. In der Haus... Ich finde, die Windmühlengruppe klingt cooler, aber... Ich lasse das alles. Naja. Naja. Also, wenn ich dem US-amerikanischen Präsidenten ein bisschen Glauben schenken darf, er hat gesagt, Windmühlen erschlagen sehr viele Vögel zum Beispiel. Ja, aber ich habe einen Freund, der hat neulich im Hausboot eine Kellerwohnung eingerichtet. Das ist nicht gut ausgegangen. Also, von dem her, man muss immer gucken, auf dem Standpunkt kommt es an. Der war gut. Ja. Dankeschön. Applaus hab ich von Otto. Und Bravo. Der ist von Otto. Otto hilft mir in manchen Situationen. Ich habe hier einen Robert drin, Martin, den kennst du aber auch, ne? Robert W. Ja, wie Roboter. Mit dem war ich nämlich schon im Kindergarten. Aber jetzt, es geht weiter, ich habe das zweite Dokument da. Ich frage mich, ob ihr euch solche Listen auch aufhebt. Also da sind noch die ganzen Telefonnummern und Adressen. Nein. Und ganz kurz, Martin, ist das normal, dass man solche Listen aufhebt? Also, ach Mist, es geht jetzt schon los. Klar, völlig normal, Fredanko. Sehr gut. Siehst du, deswegen bist du in der Show. Passt auf jetzt hier. Namensliste der Klasse 1C. So, mhm, nicht die bei A-Klasse. Frau Bäre übrigens. Oh, da war ich auch. Nicht die A-Klasse. Ja, da war ich. Ja, die war meine Mathelehrerin, glaube ich, in der Grundschule. Ehrlich? Die hatte Mathe gemacht? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube ja. Okay. Ich hatte Frau Sonnenfeld als Sommerklassenlehrerin. Ja. Sommerfeld. Ja, genau. Die hatten wir auch in Mathe. Und Bäre war dann die andere. Die Frau Bäre hatte ich in Krickeln. In Krickeln? Schreiben. Ah.
Also hier steht auf jeden Fall, auf dieser Namensliste, steht mein Name drauf und es steht der Name von Martin drauf. Und das bedeutet, das ist jetzt ein Beweis dafür, dass ich ihn kenne jetzt, also seit der ersten Klasse. Und wir waren bis zur siebten in einer, richtig Martin? Also 7 Jahre Schulbildung. Oh, prasselten gleichermaßen, ja, auf uns. Genau, ich war mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, ob siebte oder achte, aber wirst du wohl recht haben, ja. Nee, siebte, also, siebte. Okay. Ziemlich genau bis zu dem Zeitpunkt, als dann Franco ins Vogtland abgedüst ist. Er kam wieder, war nicht mehr derselbe Mensch. Und dann hast du dir gedacht, ja, okay, alles klar, ich muss ein bisschen Abstand auch räumlich dazu finden. Es sind Spuren hinterlassen worden. Nicht schlecht. Das heißt aber, Martin kennt uns jetzt, also aus der frühesten Kindheit, und kann jetzt immer sagen, stimmt das oder stimmt das nicht? Beispiel Salino-Tür zum Beispiel. Ja, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnern konnte, die er aber unter so einem YouTube-Kommentar einfach runtergeschrieben hat. Und da dachte ich auch, ja krass, stimmt, ich hatte ja diese Salino-Tür. Ja, ja, Mo kann bestätigen, es stimmt offensichtlich. Ja, er hat es ja überhaupt, diese Erinnerung mir wieder in den Kopf gepflanzt. Aber woran kannst du dich noch erinnern? Was war noch so los damals in den wilden 90ern? In den wilden 90ern? Ungeschminkte Wahrheit. Ungeschminkt. Ich habe jetzt gerade gedacht, hat zum Beispiel irgendjemand von uns Urzeitkrebse gezüchtet? Ja, natürlich. Wer nicht? Ich habe auch mit meinem, Fahrrad Edelsteine geschürft. Ja? Wer noch? What? Ich nicht. Ja? Ich kann mich nicht dran erinnern. Erzähl mir mehr, was ich in meiner Moment, Kindheit gemacht habe. Moment, damit ich mitkomme, das ist eine Umschreibung, ne? Ja. Nee, das gab es wirklich auch aus dem Ipsheft. Ja? Da konntest du dir so eine kleine Trommel an deine, also wo diese Steine mit einem Sand drin waren, da musstest du Wasser reinmachen, dann hast du es zugemacht und dann hast du das an deine Vorderachse dran geschraubt und bist dann durch die Gegend gefahren und dann wurde halt geschürft unterwegs, on the go. Geschürft? Nein. Das war aber auch ganz laut, erstmal kommen. Oder? Darauf musst du erstmal das kommen. Das ist ja genial. Das ist unglaublich genial. Okay, Ypsheft. Ja, wer hat nicht Ypshefte gesammelt da? Wir hatten, ja. Ja, aber woran erinnere ich mich noch, außer an Fahrradschürfen und Urzeitkrebse, war natürlich, wenn ich jetzt das auf euch beziehe, ziemlich Kontrastprogramm zu dem, was ich so zu Hause erlebt habe. Soll ich sagen, weil wir so normal waren. Ach so. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt schon? Jetzt wir schon? Wir reißen das an, das Thema. Nee, was immer cool war, wenn ich bei euch zu Besuch war, war... als du wieder gehen konntest. Bitte? Der coole Zeitpunkt war, als du wieder gehen konntest. Ja, da war ich immer ganz froh und erleichtert. Nee. Dass ich es wieder geschafft habe. Nee, bei euch war es tatsächlich, ihr hattet, glaube ich, insgesamt mehr Freiheiten und hattet auch immer ziemlich coole Ideen und habt es auch einfach gemacht, während ich immer so ein bisschen der zögerliche Typ war. Also gerade mit Fredanko bin ich echt immer auf verrückte Ideen gekommen. Ja? Irgendwas zu basteln, irgendwas anzuzünden. haben wir ein paar Mal, glaube ich, ganz schön Glück gehabt. Stichwort Altöl. Brennt das eigentlich? Weiß ich nicht, aber ist ein ganz schön großer Bottich, oder? brennt ja nicht, ohne weiteres. Haben wir rausgefunden, zum Glück wahrscheinlich, sonst können wir das Gespräch jetzt hier nicht führen. Oder Altöl, ich erinnere mich. Oder, ja, keine Ahnung, bitte, oder? Mäuseköpfe von innen, wie die aussehen, wenn man denen mit Haarspray die Haare stylt und das Ganze dann noch anzündet. Wem habt ihr die Haare gestylt? Wir haben so eine Maus irgendwann mal gefunden. Eine Maus. Im Feld, als wir so... Hat die noch gelebt? Nein, die war natürlich schon tot. das will man nicht also machen. Wir sind ja von der guten Seite. Genau, wir waren keine Satisten. Die haben verrückte Ideen gehabt. Geil. Ja, guck mal, verrückte Idee. Ja. Oh, jetzt ist sie liegen geblieben. Nein, haben wir natürlich nicht gemacht. Wer hatte denn eigentlich dieses Haarspray dabei? Ich weiß nicht, du hattest doch immer früher so lange Haare, Freddy. Ich? Ja, ich hab doch nicht mal, bitte. Das war ohne Haarspray benutzt, oder was? Ich wundere mich gerade. Martin, wenn wir sagen, du sollst ehrlich sein, dann meinen wir wirklich ehrlich, okay, und nicht hier ins Lügentöpfchen. Jetzt vermischt es sich ein bisschen, aber es mit den langen Haaren stimmt schon. Ob du das Haarspray benutzt hast, weiß ich nicht. Kannst du ja gleich gerade rücken, aber
Das stand halt so rum und wir dachten, was kann man damit anfangen? Okay, Flammenwerfer funktioniert ganz gut. Was kann man damit anfangen? Ja, ja, wie man sich das oft fragt. Dann haben wir das einfach gemacht. Nee, also so eine Sache haben wirklich früher Spaß gemacht. Dir fallen bestimmt auch noch ein paar Dinge ein. Und jetzt nicht, oder was? Also mir fallen, doch jetzt machen die immer noch Spaß, aber jetzt darf man es ja eigentlich. Man sieht sich auch nicht mehr so oft. Wir wohnen jetzt ja so weit weg. Das ist ja dann leider mit der Zeit hat es aufgehört. Ne? Also mir fallen zwei Sachen ein noch dazu. Ja, sagst du mal. Einmal, kannst du dich vielleicht noch erinnern, dass wir verschiedene Pustinetten gebaut haben. Die alte Pustinette. Die gute alte Pustinette. Also die Idee war da, so einen Gegenpunkt zu setzen gegen die Rauchertradition und die Zigarette. Also genau, die Pustinette. Ich kann die Bauanleitung, ich kann es jetzt mal öffentlich machen, denke ich. Ja, ist ist da noch ein Patent drauf oder nicht mehr? Weiß ich nicht. Man braucht im Grunde nur ein DIN A4-Blatt und muss das rollen. Man kann das quer und längs rollen, also da kann man wirklich experimentieren, das ist sehr offen, Kreativität ist da ganz frei. Und dann ist es wichtig, dass man da verschiedene Dinge reinstopft, um es zu füllen. Klopapier ist Laub. Immer gut, weil es gut brennt. Laub, es muss gut qualmen. Aber jetzt wären auch noch so ein paar andere Zutaten wichtig, wie wenn man bei Silvester mal rumgegangen ist und die Böller, die nicht hochgegangen sind, aufgesammelt hat, das Schwarzpulver daraus. Das war immer sehr gut. Auch kleinere Zündplättchen oder Knallteufel, alles rein. Mhm. Räucherstäbchen. Mhm. Ja, und dann stellt man sich draußen hin, zündet das vorne an. Mhm. Kleber war auch immer gut, das hat das noch so ein bisschen Stabilität. Immer mit Tesafilm mehrmals um die Kleber. Bei den Kleber-Sessions war ich aber nicht dabei, glaube ich. Okay. Next Level. Kleber-Sessions, wie klingt das? Und jetzt, das Wichtige war, dass man eben dann das Ganze in den Mund genommen hat und gepustet hat. Pustinette. Und gepustet war so, genau, es war auch so ein bisschen wie russisches Roulette. Man wusste nie, explodiert es gleich vor mir oder nicht? Oder stinkt es jetzt nur? Jetzt habe ich die Hälfte schon geschafft. Werde ich die andere Hälfte auch noch schaffen. Genau. Und ich weiß doch, da ist noch ein kleiner Böller drin. Wann wird der hochgehen? Aber was mich jetzt mal interessiert, wenn du eine Zigarette konsumierst, dann wird das ja allgemeinhin Rauchen genannt. Und es gibt ein sogenanntes Rauchverbot. Gilt das jetzt auch für Pustinetten? Ich denke nicht. Die fallen unter das Gesetz. Ja, ich denke auch. Die rauchen ja nicht, die explodieren ja auch schließlich. So. Das will man erstens sowieso nur draußen machen. Drinnen mit einer Pustinette. Schwieriges daran. Haben wir auch nicht gewagt. Das haben wir nicht gewagt. Im Gegensatz zu, und jetzt verrate ich noch ein Geheimnis, zu Gescher, jetzt können wir es nämlich mal auspacken, der sich gedacht hat, was passiert eigentlich, wenn ich 15 Wunderkerzen zusammenbinde zu einer riesigen Wunderkerze, also sehr dicken Wunderkerze, und dann anzünde. Und dann anzünde in dem Zimmer. Mhm. Bevor es jemand nachmacht, ich erkläre, was passiert. Es brennen alle auf einmal. Eigentlich kann ja gar nichts passieren. Ich meine, so eine Wunderkerze ist doch super harmlos, habe ich gedacht. Es gibt aber auch eben keine nicht. Kindern und so weiter. Jedenfalls, es ist unglaublich hell gewesen. Also ich habe reingeguckt und musste sofort weggucken, weil es so gleißend helles Licht war, wie als würde man direkt in die Sonne gucken. Ja, oder so ein Scheißgerät. Durch die Hitze, die sich da ansammelt zwischen den Wunderkerzen, werden die so heiß, dass es anfängt zu schmelzen. Und plötzlich fängt man dann an, diese runtertropfen. Ja, die brechen und wenn man ab. Dann, oder sie brechen ab, so wie du, Gescher, nicht weitergedacht hast und zumindest eine Unterlage hingelegt hast, aber bei dir war der blanke Teppichboden. Es waren ja nur Wunderkerzen. Zu meiner Verteidigung, es waren doch nur Wunderkerzen. Passiert doch nichts. Und was hast du gemacht, um diese Brandlöcher dann zu verschleiern? Was hast du gemacht? Erzähl es uns hier und live. Ich habe da immer eine Mickey Maus draufgelegt. So richtig! So lange, bis das irgendwie so, also keine Ahnung, 1 bis 2 Jahre lang lag da auf jeden Fall immer unterschiedliche Mickey Maus Hefte, zufälligerweise immer an dieser Stelle. Und nach 1 bis 2 Jahren oder sowas konnte man die dann wegnehmen. Und wenn dann unsere Mutter das bemerkt hat und gesagt hat, was ist da denn passiert? Dann kannst du sagen, das war schon immer so. Genau, Gewohnheitsrecht.
Großartig. Sehr gut. Also ich glaube, diese Brandgeschichten, da können wir nochmal eine ganz eigene Folge machen. Das ist noch lange nicht fertig. Wobei, leider. Ich jetzt ja an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, Mo, erinnerst du dich noch daran, dass wir tatsächlich auch kleine Tresore hatten, respektive, dass das Arbeitszimmer unseres Vaters mit einem Zahlenschloss gesichert war? Also an die Tresore ehrlich gesagt nicht, aber das mit dem Zahlenschloss auf jeden Fall. Weil das hatte ich vorher noch nie gesehen in einem anderen Haus. Das hat auch euer ganzes Haus nochmal faszinierender gemacht. Da gibt es einen Raum, der ist mit einer Zahlentür gesichert. Das gibt es sonst nur in amerikanischen Actionfilmen. Und natürlich denkt man, was ist bloß die Kombination, was ist bloß dahinter und so. Ich wusste das sogar, glaube ich nicht, dass das Arbeitszimmer von eurem Papa war. Das war für mich einfach Was hast du mir gedacht, was dahinter ist? Ein Tresor? Der Mystery Room, ich weiß es nicht. Aber das... Das habt ihr mir noch nicht gesagt. Ach so. Das Schöne ist ja, dass du jetzt dabei bist. Martin, es zeigt wieder, also das ist offensichtlich nicht normal gewesen. Also ungefähr, ich weiß ja nicht, ob es sogar an dem gleichen Tag war, dass ihr mir diese versperrte Tür mit dem PIN-Code präsentiert habt und einer von euch, das könnte auch euer Bruder gewesen sein, mir so ein Mikro gezeigt hat, wo man reinspricht und dann wird es mit verzerrter Stimme wiedergegeben. So, man klingt wie so ein, weiß ich gar nicht, wie so Darth Vader oder noch irgendwas anderes. Okay. Und das war, glaube ich, so mit einer auch der ersten Besuche bei euch. Und ich glaube, von da an... Wir haben immer so witzige technische Gadgets. Ja, von da an warst du ein gern gesehener Gast. Und deine Eltern haben jedes Mal gedacht, oh Gott, der geht wieder dahin. Ja, klein, der wieder. Sein Weihnachtswunschzettel wird immer länger versaut. Ganz komische Sachen, von denen wir noch nie gehört haben. Tresore? Naja. Das Witzige ist, ich hatte jetzt vorgestern hier einen kleinen Spieleabend praktisch. Und da war die neue FJlerin Lisa dabei. Die ist noch vergleichsweise jung. Und da kam das dann auch irgendwie die Sprache auf die Tresore. Und da sagte sie, ja, ich hatte auch einen. Und da dachte ich, nein. Was? Und also es ist wohl gar nicht so unüblich, sag ich mal. Das ist jedenfalls jetzt eine weitere Person, die als Kind einen Tresor hatte. Und sie hat auch diesen Tresor eigentlich verwenden sollen, um dann da ihre Süßwaren zu deponieren. und was ist denn das für eine Einstellung? Ja, richtig, genau. Also das ist schon ein bisschen schräg. Ja. Also bei uns. Aber was hat sie denn drin gelagert? Ja, tatsächlich, ihre Süßwaren. Also es war halt so, dass sie in ihrem Haushalt, da gab es halt niemanden, anders als in unserem Haushalt, der sich dann dran gemacht hat, diese Tresore zu knacken und herauszufinden, wie das genau funktioniert mit dem Schließmechanismus, um dann eben an die dahinter verborgenen Schätze zu kommen, sodass man dann die Tresore gar nicht mehr zum Süßwarenschutz verwendet hat, sondern nur noch um alte Joghurts zu deponieren. Aber sag mal, das heißt, bevor ich darauf zurückkomme, auf deinen alten Joghurt, du Schwein. Moment, ich sage nur Brotdose. Wie, ja, Ruhe, Mann. Woher wisst ihr das? Moment mal. Hatte die Geschwister, diese Lisa? Ich glaube, ja. Ach so, gut. Warum hat die sonst einen Tresor? Weil sie sich den selbst gekauft hat. Sie hat ihren Eltern nicht vertraut. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also sie hat ihn nicht zweckentfremdet, wie du. Die Geschichte dazu ist, ich erzähle sie jetzt mal. Exklusiv. Wir hatten alle diesen Tresor. Es war ein ziemlich großer Tresor. Also, was hat da reingepasst? Wie viel Liter? Ist schon einiges. Also 8 Liter Tresor? Ich hätte jetzt gedacht, so 40, 50 Zentimeter in der Breite. Vielleicht so 20, 30 Zentimeter in der Tiefe und dann nochmal 20 Zentimeter in der Höhe oder sowas, ne? Okay. Mhm, so hätte ich ihn auch eingeschätzt, ja. Mit 4 Rädchen, eins war nur zum An- und Aufmachen und dann 3 mit einer Zeichenkombination von 1 bis 12, wenn ich mich recht entsinne. Genau, bis 12. Ja, die haben da in Dutzend gerechnet. Ja. Und du hast diesen Tresor benutzt, um einen Joghurt reinzustellen. Ja, das waren schon 3 oder 4. Ja, auch, das macht es weder besser noch schlechter. Ja. Die hatten unterschiedliche Haltbarkeitsdaten. Und ich habe damals einfach herausgefunden, Eine Versuchsreihe. Dass diese Sache mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum eben tatsächlich genau das ist, ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und es explodiert halt nicht sofort nach Ablauf. Ich weiß nicht, was da stattdessen passiert. Das kann ich euch auch nicht beantworten, denn ich habe ja diese Versuchsreihe dann irgendwann auch abgebrochen. Und die Joghurtsfeige
entsorgt, ohne sie zu öffnen, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut hatte. Ich habe irgendwann mich auch nicht mehr getraut, den Tresor zu öffnen, weil ich immer gedacht habe, das muss doch jetzt da drin explodiert sein. Wer soll die Cybersauerei bloß sauber machen? Genau, richtig. Also, da gucke ich lieber nicht rein. Also so. Und jetzt kommen wir zu deiner Geschichte, die vielleicht ein auch kleiner der Tipp gute noch fürs, Mo klein, noch einmal präzisieren kann. Der das ja auch am, fürs, ich will dir nur einen Tipp geben, mir. Gesha, fürs nächste Leben. Okay. Stell den Tresor mit den Joghurts beim nächsten Mal doch mal in die pralle Sonne und guck, was dann passiert. Ich glaube, das könnte dem Ganzen noch ein bisschen neuen Schubkraft geben. Schubkraft? Schubkraft, so nennt man das in der Physik. Jetzt habe ich was zum Nachdenken. Ja, jetzt zur Brotdose. Was wollt ihr? Ich wüsste überhaupt keine Geschichte zur Brot. Was sollt ihr denn zur Brotdose sagen? Da klingeln bei mir auf jeden Fall die Alarmglocken. Aha, ja, der Streber hat das Wort. Jede Person hat doch eine Brotdosengeschichte, die meistens mit den Sommerferien anfängt und auch aufhört. Ja, so könnte man das sagen. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Nein, ehrlich? Hat doch jeder von euch schon mal gehabt, oder? Das Problem, dass man denkt, oh je. Erzähl du erst mal. Die Sommerferien sind ja schon eine Woche und die Dose ist immer noch da und riecht schon leicht komisch. Und man möchte sich nicht eingestehen, dass man das vergessen hat gegenüber den Eltern und versteckt die erstmal ganz hinten im Schrank, ja, und denkt, okay, wenn die Eltern mal nicht da sind, dann schmeiß ich das Eis heimlich weg, kriegt keiner mit. Und dann sind Ferien, fährst in Urlaub, bist erstmal ein paar Wochen weg und wenn du bist wieder da und hast es komplett vergessen und merkst dann erst bei so einer leicht säuerlich-süßen Note, die sich irgendwann durch dein Zimmer schlängelt, da war doch was. So war das jedenfalls mal bei mir. Und ich muss auch sagen, also das war schon richtig, richtig eklig. Also war ein reiner Pelz innen drin. Aber das kann. Du hast reingeguckt. Ich? Du hast reingeguckt, du Mutiger. Ja, aber dann auch ganz schnell wieder zugemacht und irgendwie. Der Junge hat reingeguckt. Hast du es denn gefunden oder deine Mutter oder dein Vater? Oder? Ja, bei mir, ich hab's selber gefunden. Ja, also ich hab's ja gerochen und dann. Wiederentdeckt sozusagen, ja? Die alten Freunde. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen perplex, weil du das so verallgemeinernd sagst. Erstens das Mann und so weiter. Und danach dann zu deiner Geschichte gekommen bist. Und ich dachte, es ginge jetzt um Fredankos Geschichte. Also ich bin jetzt ein bisschen. Also bei Brotdosen also habe ich mich einfach angesprochen gefühlt. Ja? Weil Fredanko meinte, er hätte ja dazu nichts vorzuweisen. Aber vielleicht sind bei ihm ja schon mal andere Dinge. Ich bin ja nicht so ein ekliges Schwein wie ihr offensichtlich. Ich habe meine Sachen immer brav aufgegessen, bis einmal. Da war es so, dass unsere Mutter, das ist aber ein Ausnahmefall jetzt, sehr besonderer Ausnahmefall. Die hat dann noch gesagt, Junge, nimm mal noch eine Banane mit. Situation. Banane, alles klar. Genau so. Und vielleicht kennt ihr das mit so einer Banane, die kann man ja, oder damals gab es nicht diese gekrümmten Dosen oder so, man hat die einfach so in den Rucksack geworfen, hat gedacht, naja, die hält das schon aus bis zur ersten großen Pause. Und dann kam die erste große Pause und ja, wie Martin gerade schon sagte, man ist dann mal im Urlaub, man ist dann mal weg, so, man macht andere Dinge, aber denkt nicht daran, was im Rucksack ist. Und dann ist die Banane verschollen, aber es ist ja wie im Universum, es kommt nichts weg. Der Energieerhaltungssatz. Richtig. Nach 3-4 Wochen, wenn man dann mal in seiner Tasche kramt und ein Buch rausholt und man denkt sich, was ist denn dieser eklige braune Film unten an diesem Schulbuch? Und man holt das Heft raus und auch das ist sehr eingesapscht. Mhm. Und das dann, war der Moment, bei dem du Banane. Dann auf die Frage, Fredanko, ich möchte jetzt mal die Mappen einsammeln und du so, habe ich nicht. Ich habe keine Mappe. Ich habe gar keine Mappe. Mappe habe ich nicht mehr, die ist weg. Ja, so ungefähr war es. Ich habe dann aber auch, weil ich ein fairer, ich war dann fair und habe dann auch unserer Mutter die Schuld gegeben. Also das. Ja. Warum gibt's die Banane ja nicht mitgenommen? Entschuldigung. Hätte. Ja, echt. Ja. Ich verstehe das. So, eine Banane. Also immer mal merken, immer das ist auch, das habe ich gelernt. Genau, keine Banane mitnehmen im Rucksack. Lieber irgendwas, was eben wirklich so eine handfestere Hülle hat. So eine Hülle, die man auch mal alleine lassen kann für einen Tag. Eine Kokosnuss zum Beispiel, da würde nichts passieren. Nee, richtig, genau. Gib doch einfach mal eine Kokosnuss mit. Da hätten die Schüler auch eine ganze 20 Minuten Zeit, die zu öffnen. Ja. Die hätten ein Projekt. Große Pause, wo ist meine Kokosnuss? Was macht die 4A wieder? Ah, die haben wieder Kokosnüsse. Die haben eine, das ist die Klassenkokosnuss. Also ich meine, genau, ich hatte ja relativ wenig mit dir zu tun, Gesha. Ich war ja schon meistens dann mit Fredanko unterwegs.
Aber was ich noch so weiß, genau, wenn wir bei dir waren, also woran ich mich voll erinnern kann, ist dieses eine Video, was du mal gedreht hast. Das hat mir auch sehr imponiert, wo du, ich glaube, da habt ihr jetzt einen Michael Jackson Song, habt ihr nochmal nachgespielt und du bist auf einem Auto rumgehüpft und hast so getan, als ob du es mit einem fetten Hammer demolierst. Ja. Ich habe so getan, als ob, ja. Aha. Das nur fürs Protokoll gerade. Also ich habe so getan, als ob. Das war alles so. Und war es unser Auto, wäre die nächste Frage gewesen. Nein, auch nicht unser Auto. Okay. Ja, jetzt stellt ihr euch mal vor, also, dann kommt da so hin als unbedarfter Junge, so relativ behütet aufgewachsen. Ja. Ich finde, allein, was ich jetzt schon erzählt habe, müsste das schon recht gut erklären, so auch dem breiten Publikum. Ja. Warum ich mich da hingezogen gefühlt habe. Wie war es denn bei dir zu Hause? Also, wir kennen das ja gar nicht. So behüteter, was ist das? Naja, Frederik kennt das ja schon. Nö, weiß nicht. Da war alles immer sehr, sehr aufgeräumt. Was soll ich sagen? Ja, meine Mutter insbesondere hat mich doch relativ gut und in engen Bahnen durch mein Leben gelenkt, würde ich mal auch sagen. Du durftest also. Also ich hatte eine relativ enge Führung. Das hat mir, glaube ich, in den Jahren in mancher Hinsicht nicht geschadet. In mancher Hinsicht hat mir vielleicht dadurch ein bisschen was gefehlt. Ja. Wir haben ja einige klassische Fragen und die können wir jetzt ja das erste Mal hier an dir ausprobieren. Hattest du jemals Hausarrest? Ich hatte mal Ausgehverbot so zum Thema Party machen, weil ich mich nicht dran gehalten habe, zu einer bestimmten Uhrzeit wieder da zu sein, so mit 16, 17, wo das gerade so losging, wo man in die Stadt geht und mich auch nicht gemeldet habe zwischendurch, aber auch nicht lang. Oh. Und ansonsten hatte ich sowas aber nicht. Nee. Und hattest du jemals Computerverbot? Ja. Aha. Was? Also sind wir doch gar nicht so ungewöhnlich. Ich wollte gerade sagen. Was hat denn deine Mutter gesagt, wenn du nach Hause gekommen bist, als du bei uns warst und dann so erzählst, ja, wir haben da ein Video geguckt und die haben dann so ein Auto kaputtgeschlagen. Oh, ich glaube, so viel danach haben wir so eine Maus angezündet. Und, und dann haben wir noch eine Pustinette geraucht. Und das Altöl hat leider nicht gebrannt. Oder bist du nicht so ins Detail gegangen? Ich bin einfach nicht so tief ins Detail gegangen. Ich war auch, das ist gut. Aber das ist noch nicht weiter aufgefallen, weil ich meistens nicht so viel Lust hatte, von der Schule zu erzählen oder von dem, was halt so mit Freunden gelaufen ist. Dann wurde mal viel gefragt, aber es kam relativ wenig zurück von mir. Das erklärt, warum deine Eltern mich bis heute noch grüßen. Ich denke schon. Und jetzt will ich noch einmal, ich will gerne noch mal, Martin, von dir wissen, diese Geschichte, die du ja schon in einem Kommentar angesprochen hast, diese Konfirmations-Nachtwanderung, wo ich dir offensichtlich viel mit Dune erzählt habe. Ja. Kannst du das noch ein bisschen mehr, da ich mich an diese Nachtwanderung nicht mehr erinnere, aber dafür an Dune 2 noch erinnere. Wie alt war ich da? 14? Ja, siebte Klasse. Siebte Klasse. Erstmal der 14, ja, so ungefähr, ne? 13, 14, so, ne? Ja, genau, 13. Also das war so, dass wir da, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Fredanko, es war ein bisschen weiter weg jedenfalls, also ich glaube nicht direkt Hannover oder so, im Umland. Echt, wir sind da weggefahren? Ja, ach, ja, da haben wir mit Übernachtung, waren wir in so einem kleinen Dorf, wo dann auch, ich glaube am zweiten Tag waren die Taufen. Das war noch nicht Konfirmation. Ja, dann weiß ich wieder, was du meinst. Hast du Konfirmation geschrieben in den Kommentar? Nein, oder? Ja. Echt? Weiß ich nicht. Nee, also ich meinte auf jeden Fall die Taufe. Oh ja, der okay, dann weiß ich, was du meinst. Ja. Dann da war nämlich dann so eine Wiese, wo man Fußball spielen konnte und so. Ja. Dann erinnere ich mich an sehr vieles wieder. Habe ich mich wohl verschrieben, sorry. Ja. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich am meisten an dieser Zeit an das Computerspiel. Ja, also das war halt so, da waren wir und da wurden einige nachträglich getauft. Lena war auch dabei damals, die ist dort auch getauft worden, ich glaube beim gleichen Event wie du, Fredanko. Die Lena, mit der du heute noch zusammen bist? Ja, genau, richtig. Ach was. Nix. Ja. Okay, damals lief da nichts. Damals hat sie ja immer schöne Augen gemacht. Ja. Egal. Wir driften ab. Jedenfalls war es dann so, dass nach diesem ganzen Zeremoniell war ein Event, wo wir dann abends, wo es schon dunkel war, mit der ganzen Gruppe rausgelaufen sind und irgendwie im Dunkeln durchs Gestrüpp, ne, gefühlt. Ja. Und einige haben immer erzählt, oh, da hinten ist irgendwo die Dorfjugend und die verprügelt hier ständig die ganzen Leute, die zu diesen Taufen kommen und so. das heißt, die eine Hälfte hat sich in die Hose gemacht.
Und die andere Hälfte, weiß nicht, war alles egal. Und wir beide waren... und ihr beide waren versunken in eurer Traumwelt. Und waren völlig abgedriftet, weil Fred, dann kommen wir ja anfangen zu erzählen von Dune 2. Ich hatte, glaube ich, noch nie was von so richtig Echtstreitstrategie gehört. Und er hat mir das Prinzip erstmal erklärt und hat mir echt von allen, von den Völkern, mit denen man da spielen kann und welche Einheiten man bauen muss, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und für mich waren das alles nur böhmische Dörfer, aber es klang unglaublich faszinierend. Und ich bin... Und da du ja wusstest... Ich hing an seinen Lippen. Das ist ja dieser Haushalt, bei dem man irgendwie so ein Mikrofon reinspricht und dann kommt das verzerrt wieder raus. Da ist alles möglich. Bei denen ist alles möglich. Das kann sein, dass es wirklich so spannend ist, wie er das gerade schildert. Nicht schlecht. Ja. Also, gut. Ihr wart für mich schon eine Faszination, glaube ich, kann man da sagen. Oh, jetzt höre ich aber auf, sonst schleime ich hier zu viel rum. Nee, ist schon gut so. Also, du warst für mich immer jemand, mit dem ich bei meiner Mutter oder bei unserer Mutter immer so ein bisschen mich gut stellen konnte. So, Martin kommt wieder. Ja, der darf immer kommen. So, ja, da passiert ja dann nichts, wenn der kommt. Nein, da passiert nichts. Den äußeren Anschein gewahrt auf jeden Fall, ja. Absolut. Okay. Absolut. Also nochmal ganz kurz, ihr wart ungefähr 14, wart dann bei so einer Nachtwanderung unterwegs so. Ja. Bei euch war das dann auch so, dass die Hormone verrückt gespielt haben und ihr euch dann die ganze Zeit eben in so ein Computerspiel reingeschoben. So ungefähr war das. Okay, unsere Hormone haben sich eher auf die Computerspiele fokussiert als auf die Frauen. Ja. Als die Frauen, die wollten uns ja damals nicht. Und, vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem, weiß ich nicht. Vielleicht. Guck mal, Lena, dieser Martin, der ist doch eigentlich ganz süß. Ja, aber der redet nur über Dune. Ich glaube, das tut mir leid, Martin. Da ist wohl, glaube ich, schon was dran. Okay, gut. Im nächsten Podcast haben wir dann zu Gast Lena. Ja, genau. Fragen wir sie mal. Lena, kannst du dich an die Nachtwanderung noch erinnern? Ja, schon, ja. Aber war Martin dabei? Ja, genau. Wie, ihr wart auch da? Okay, ich unterbreche das jetzt mal, um noch ein paar Geschichten aufzusparen. Wir kommen jetzt mal zum Thema, denn wir haben uns ein bisschen auf ein Thema festgelegt in dieser Folge. Und zwar geht es um Punk, Anarchie und dritte Wahl, wenn ich das so zusammenfassen darf. Anarchie? Ich weiß jetzt nicht, woher Anarchie kommt. Also das, was bei uns zu Hause immer war. Wenn das Vor allem dritte Wahl. Und zwar bist du damit gemeint. Damit bin ich gemeint. Mit dritter Wahl. Ich bin auch das dritte Kind, deswegen bin ich die dritte Wahl gewesen. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob das Internet Fragen hat, die wir als jetzt mit Martin als Verstärkung gut beantworten können. Das Internet fragt. So, Gesha, willst du zuerst deine Frage? Mhm. Bei mir ist das jemand, der nennt sich OC. Wie Laoc? Ja, genau. Und zwar ist die Frage folgende. Ausbildung als Punk? Fragezeichen. Schon gut. Ich gehe, also es ist berlinerisch, nehme ich an. Ich gehe Berliner Original. Berliner Original, war. Ich krieg dann immer einen auf den Deckel. Ich gehe in die 9. Hauptschulklasse und würde mich interessieren, welche Berufswahl mir offen steht. Ich bin nur sehr, sehr ungern bereit, meinen Kleidungsstil oder die Haarfarbe auf, in Anführungsstrichen, angepasst umzustellen. Ich will sowieso noch meinen Realschulabschluss nachmachen. Und nun würde mich interessieren, welche Berufe in Frage kämen. Ja, was käme da in die Frage? Also die Haarfarbe soll nicht angepasst sein, Kleidungsstil, genau. So wie jetzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Person nicht schreibt, wie denn jetzt... Also jetzt gerade die Haarfarbe ist oder der Kleidungsstil oder sowas. Das würde helfen, ne? Das würde helfen. Wie ja, genau. Das würde helfen, um inneres Bild zu bekommen. Auf der Abgefuckt-Skala von 1 bis 10. Ja, wenn überhaupt. Also, vielleicht ist das jemand mit Uniformfetisch oder so. Das könnte sein. Ja. Also ich frage mich, er hat einen Hauptschulabschluss und weiß aber nicht, was er beruflich machen will. Und also hat dahingehend noch nicht so richtige Ambitionen gesteckt, aber macht seinen Realschulabschluss nach. Also warum macht er den nach, wenn er kein richtiges Ziel hat, den zu machen? Um eine größere berufliche Auswahl zu haben. Aber er weiß ja noch nicht, was er machen will. Nee, genau, aber einfach eine größere Auswahl zu haben. Ich mache erstmal Abitur und dann stehen mir alle Türen offen, so nach dem Motto? Genau, richtig, genau. Ach so, okay.
Gut. Dann mache ich noch einen Führerschein, da stehen mir noch mehr Türen offen. So, gut. Und dann am Ende macht er was, wo man das alles gar nicht braucht. Aber was kann man machen mit so einem Beruf? Das ist eine gute Frage. Mit so einem Beruf? Ja. So ein Aussehen. Es geht ja hier auch nur um das Aussehen. So. Also das ist nur Kleidungsstil und Haare und so weiter. Was kann man damit machen? Also ich will ja sagen, wenn er schon so den Kleidungsstil und die Haarfarbe hervorhebt, vielleicht Friseur. Ne? Friseur in irgendeinem Szeneviertel. Oh ja. Dann kann er vielleicht seine Frisur sogar behalten oder ständig ändern. Und die Leute kommen deswegen in den Friseursalon, weil sie sich da immer wieder inspiriert fühlen und merken, okay, ich kann da auch mal was wagen. Und wenn das jemand da so mit Würde trägt, ja, oder mit Selbstbewusstsein, ermutigt ja vielleicht auch den einen oder anderen mal. Das finde ich sehr gut. Ich finde das auch gut, weil er ja auch so ein Berliner Original ist offensichtlich. Und in Berlin ist ja, das wissen wir ja, vieles möglich, woanders wo gesagt worden würde, aber Berlin geht. Also warum nicht Berlin Friseurladen? Als Friseur lernst du ja auch viele Leute kennen. Ja? Wenn er dann noch nicht weiß, so vielleicht geht es dann nachher woanders hin, kann er mit den Leuten immer schön schnacken. Ja? Und dann netzwerken, schön raus, netzwerken. Was denn die anderen so machen und ist vielleicht ein super Startpunkt. Ah, und die Karriere startet im Friseursalon. Nicht schlecht. Ich frage mich gerade, welche Berufe auf gar keinen Fall gehen. Also jetzt ich würde sagen, auch in Berlin nicht. Auch in Berlin nicht gehen. Also ich würde sagen, Banker zum Beispiel wäre jetzt schwer vorstellbar. Ich weiß es nicht. Würde ich mir in Berlin noch vorstellen können? Ich weiß es nicht. Die haben ja sehr viele von diesen alten Kleidungsordnungen und so weiter stark gelockert. Also das heißt, früher hieß es ja immer so, man darf nicht mit kurzen Hosen in die Bank und so weiter. Nee, das gibt es nicht mehr. Also das ist schon passé. Also von daher bin ich mir gar nicht so sicher. Wird das vielleicht ein bisschen schwerer haben? Ist auch die Frage, ob er das überhaupt machen möchte. Ich habe mir jetzt aber gedacht, Astronaut wird schwierig, weil du da wirklich einen bestimmten Kleidungsstil folgen musst. Oh ja. den Helm setze ich nicht auf. Ich hasse den Helm. Ich nehme das Goldfischglas. Ja. Okay. Aha. Also, was noch gehen würde, um jetzt die Frage mal ernsthafter zu beantworten, wäre natürlich so Streetworker oder so. Dann wäre er ja quasi auch am Puls seiner Arbeit. Franco, was fragt denn das? Im Zweifel einfach mal ausprobieren. Der ist jung, Ich habe eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Und zwar ist meine Frage, ist 7 Jahre schon alt? Ich würde immer gern wissen, was dann aus den Leuten geworden ist. Die müssten wir mal hier einladen. Und zwar heißt der Uetterberg, der das gefragt hat, oder Uetterberg, man weiß es nicht. Und die Frage ist wie folgt. Punk und was studieren? Ja, hi. Das ist der nächste. Ja. Der hat dann also nicht nur den Haupt- und den Realschulabschluss, sondern noch Abi drangehängt. Und jetzt, fragt er. Meinst du, der hat das auch gemacht, um dann zu fragen? Es stehen mir ein paar mehr Möglichkeiten offen. Mal gucken, was dann passiert. Ja, also, ich denke, das ist dieselbe Person. Moment. Nee, jetzt schreibt er plötzlich nicht mehr in Berlinerisch. Ich glaube, dadurch haben wir ihn identifiziert. Hi, ich bin 18 und ein Punk. Ich habe mich für verschiedene Studiengänge beworben, wie zum Beispiel BWL und Jura. Jetzt aus Gründen. Jetzt habe ich Angst, dass ich das nicht. Ist derselbe. Das ist wirklich derselbe. Das ist der will jetzt einfach nur nicht Lehrkraft auf der Kö-Schule sein. Genau. Sondern denkt sich, ich gehe noch weiter diesen Weg. Ich mache BWL. Lass mich erst mal vorlesen. Ja. Wir können gleich spekulieren. Jetzt habe ich Angst, dass ich nicht akzeptiert werde als Punk. Könnt ihr meine Sorge nachvollziehen? Nein. Oder sind die Studenten ganz tolerant und offen eingestellt? Also, ja, wie sind die Studenten eingestellt? Also wenn du so ein Verbindungshaus gehst von so Jura-Juristenverbindungen, sag ich mal so. Ja, genau. Das sind sehr tolerant. Einfach mal ausprobieren. Total. Auch anderen Studiengängen gegenüber. Ja, da gibt es auch eigentlich nie Competition oder sowas. Das wird komplette Akzeptanz eigentlich des gesamten Studienbetriebs. Ich würde mir vielleicht noch einen Degen mitnehmen oder so, aber. Ja, richtig. Statt Tattoos haben die so Narben. Ich finde an der Frage schön, dass er schreibt: Jetzt habe ich Angst, dass ich nicht akzeptiert werde. Für mich ist das so ein Widerspruch in sich. Ein Punker, der Angst hat, nicht akzeptiert zu werden, der ja so ist, wie er ist, um der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, dann sagt aber, wenn die mich nicht akzeptieren. Und ich finde,
An der Stelle entlarvt er sich doch eigentlich, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig, richtig ernst gemeint war. Ja, weil, auch möglich. Was du gerade sagst, ich möchte es einfach nur unterstreichen. Mhm. Ja. Da geht es doch genau darum, dem Normalen nicht zu entsprechen. Die Frage. Also ich hab letztens eine sehr schöne Definition von Punk gelesen. Punk ist, wenn du mit deinem Verhalten, mit deinem Äußeren, wie auch immer, wenn du damit irritierst und es dich trotzdem glücklich macht. Dann werde ich meinen Bart nicht rasieren. Nimm das, Jule. Zack. Denn er macht mich glücklich. Gut. Ja, und er irritiert. Ich bin damit einverstanden. Die Haut. Ich bin damit einverstanden. Gut, aber können wir ihm dann was, können wir ihm sagen, also jetzt 7 Jahre später, können wir ihm sagen, ja, mach es, also mit positivem Herzen, mit offenem Herzen, können wir ihm das sagen? Ja, also, mit offenem Herzen. Der wird da schon, es gibt ja in jedem Studiengang auch Leute, die locker drauf sind, bestimmt auch beim Jura- und BWL-Studiengang, habe ich jetzt keine Einblicke daran, aber. Ja, bundesweit. 2 oder 3. Und dann ist. 2 oder 3 wird es schon geben in Deutschland, muss er sich halt die Uni aussuchen, wo die Leute gerade eingeschrieben sind. Ja, aber es wäre doch irgendwie, die Vorstellung an sich ist ja schon cool, ne? dass ein Punk dann in diesen wirklich so konservativen Studiengängen das schafft, vielleicht noch irgendwie Jahrgangsbester wird und dann die Systeme so richtig so von innen infiltriert. Das fände ich schon ziemlich das cool. Hätte schon Parteiniveau. Das Nice wäre, wenn der so richtig doll dann auch Manager wird und so weiter, komplett durchstartet. Und dann Manager der Deutschen Bahn ist von Air Berlin und hier vom BER und so weiter. Und er kommt da jedes Mal raus und hat es komplett versemmelt. So, dann würde man in dieser Situation sagen, ja, ist auch klar, ist ja ein Punk. Also ich, ja. So, und jetzt im Moment kann man das halt nicht machen. Es passiert halt genauso, aber es ist halt so, dass man irgendwie denkt, ja, komisch eigentlich, wir haben da einen Manager eingestellt und der sieht auch so aus wie einer. Was ist da los? Aber eigentlich möchtest du jetzt gerade einen Prügelknaben haben, ne? Also eigentlich müsste man jetzt mal ein paar, die gesellschaftlich vom Aussehen her nicht so aussehen, als wären sie kompetent, die einstellen, um dann zu sagen, ja gut, hätte man ja ahnen können, dass sie es nicht hinkriegen. Hätte man ja ahnen, aber du machst es halt immer weiter. Also du nimmst halt auch immer die, genauso wie halt in der Realität. Bloß jetzt eben nochmal so, dass du dann irgendwie so einen optischen Bezug hast, du kannst dann immer sagen, ja okay, gut, komisch, das Vorstellungsgespräch war im Dunkeln. Ich stelle mir gerade Andreas Scheuer mit. Ja, Andreas Scheuer. Oh ja, hab ich irgendwie das vergessen. Passt. Das hätte ich auch gleich sagen können. Das passt doch. Dann cool. Kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik. Bitte. Was wäre, wenn? Ja, euch beiden dann. Was wäre dein Werdegang jeweils, wenn die APPD, die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, 1998 die Wahlen gewonnen hätten? Puh, 1998, 14 Jahre alt. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Das heißt, da waren wir in der 7. Klasse. Das war, waren wir gerade. Ihr beide fragt nicht, wer die APPD ist. Das heißt also, ihr beide wisst es. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die Anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Okay. Die haben wir doch damals fast gewählt. Also fast. Ja. So gab nicht dieses davor, Lied, wählt den Fischer. Politischen Frühling, die APPD muss ran. Terrorgruppe, natürlich. Von der Terrorgruppe, wie siehst du. Ja. Also wir waren, Martin, wir 1998 ist unser Jahr, wir waren in der 7. Klasse. Da waren wir gerade bei der Taufnachtwanderung. Was hätte sich da für uns verändert? Was hätte sich getan an diesem Scheideweg? Nachts irgendwo in Niedersachsen. Ja. Was hätten wir uns erzählt? Du hättest mir wahrscheinlich gar nicht von dem Dune-Computerspiel erzählt, sondern was hättest du gemacht? Ja, was hätte ich dir erzählt? Puh, ja, naja, es ist ein bisschen schwierig, wenn du sagst, bei uns war ja eh alles so ein bisschen unordentlicher oder ungeordneter. was hätte da jetzt noch eine anarchistische Führungspartei für Veränderung gesorgt? So viel hätte man gar nicht mehr. Wie witzig ist bitte dieses Oxymoron, anarchistische Führungspartei? Was ist eigentlich? Die Frage ist viel eher, was hätte die bei Martin ausgelöst oder bei seinen Eltern?
Bei meinen Eltern, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Schutzinstinkt noch ein bisschen stärker ausgeprägt worden wäre. Okay, gut, das stimmt, das stimmt. Das okay. Also wahrscheinlich nicht, also, wenn ich die Frage ernsthaft beantworten soll, dann hätten die mich wahrscheinlich noch stärker versucht, vor solchen Einflüssen zu bewahren. Könnte ich mir du vorstellen. Gehst jetzt nicht mehr zu Fredanko und Gescher. Mist. Blöde Partei. Übermorgen ziehen wir nach Australien. Ja. Nach Kanada. Also das vermutlich, also hätten sie wahrscheinlich schon erzählt, was da passiert ist und worauf ich jetzt aufpassen muss. Wenn ich jetzt nach Hannover durch die Passerelle gehe, vielleicht da lieber einen Bogen drum machen, weil sich die Leute da noch stärker ermutigt fühlen. Was heißt ich? Keine Ahnung. Ja. Ja. Das ist jetzt gerade eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, wir müssen wirklich jetzt auswandern. Also ich versetze mich bloß gerade in deine Mutter. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich auswandern. Gibt es irgendwas, was du unbedingt mitnehmen möchtest? Und du sagst so, also ich habe von so einem Spiel gehört. Das ist richtig, richtig. Das würde ich gern mitnehmen. Ich finde diese Frage schwierig zu beantworten, weil wir da eben so jung waren und vieles probiert haben und Quatsch gemacht haben. Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Form ich das noch mehr dazu animiert hätte, Quatsch zu machen. Wenn ich jetzt ja, aber es wäre ja politisch auf jeden Fall dann legitimiert. Worden. Ja, also. Aber vielleicht wäre es dann nicht mehr so cool geworden. Also es war ja auch immer ja, schön, genau, dieses... Genau. Kann ja sein. Dieses Heimliche. Ich meine, wir haben ja nie, das wirst du hoffentlich bestätigen, Martin, wir haben ja nie irgendwas richtig Verbotenes, was kriminell ist. Wir haben ja nicht irgendwo eingebrochen oder ja, so. Wir haben keinem geschadet letztendlich. Genau, wir haben keinem geschadet. Wir haben für uns das Spaß, wir hatten für uns Spaß. Wie schön dieses letztendlich noch nachgeschoben wurde. Letztendlich. Es gibt eigentlich für alles eine Rechtfertigung, oder? Oder, Fredanko? Die sind alle wieder aus dem Krankenhaus raus. Es kann auch mal gut gegangen. Genau. Nee, also von dem her, jetzt wenn ich drüber nachdenke, was danach gewesen wäre, also jetzt irgendwie Schule ist fertig oder ich kann jetzt schon studieren, ich kann als Schulabsprecher studieren, was weiß ich, was sie für eine Agenda gehabt hätten, dann hätte ich sicherlich mit meinem Studium ein bisschen mehr ausprobiert. Also hätte ich nicht gesagt, ich gehe mal auf Lehramt studieren, sondern hätte ich gesagt, mal gucken, ob man vielleicht doch irgendwie Theaterwissenschaft oder Schauspielerei irgendwie so in diese Richtung gehen könnte. Das ist jetzt aber auch alles sehr spekulativ. Gescha, was hätte es denn bei dir bedeutet? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Aha. Oder wird dem Fragesteller die Frage nicht zurückgestellt? Breche ich das Protokoll? Du darfst ruhig mal die Regeln brechen, Martin. Trau dich mal. Trau dich mittlerweile mal. Ein bisschen punkig jetzt hier auch. Genau. Werd mal punkig. Also selbst wenn es nicht die Regeln wäre, dürftest du diese Frage stellen. Aber dadurch, dass du sie... Nee, es wäre strengstens verboten und du lehnst dich jetzt dagegen auf und das ist vollkommen in Ordnung. Wir akzeptieren dich auch so, wie du bist. Daran muss er sich erstmal gewöhnen, der Junge. Ich bin ja damals selten noch zur Schule gegangen. Ich glaube, daran hat sich nicht so viel verändert. Wäre dann vermutlich, ich weiß nicht, ob dann zum Beispiel der Falkenkeller, was aus dem geworden wäre. Das war so eine alternative Jugendkneipe, selbst organisiert und so. Ich schätze mal, das wäre dann irgendwie so das neue Rathaus geworden oder so. Ich weiß es nicht. Coole Vorstellung. Das war ja auch direkt in der Nähe. Ja, ja genau. Warst du da manchmal in dem Falkenkeller? Warst du da mit drin? Ich war da mit im Orga-Team. Ach, das wusste ich nicht. Der gute Christoph, der hat das mit organisiert. Vorher irgendwie der große Bruder von Christoph oder so. Und, der Christoph? Der politische Christoph? Nicht schlecht. Der jetzt Psychologie gemacht hat und immer noch bei seiner Partei da im Vorstand. Bei der PGS. Partei Soziale Gerechtigkeit. PSG meine ich. PSG hieß die damals, glaube ich, die hat sich jetzt umbenannt. Heißt jetzt irgendwie anders. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Das kann sein. Genau. Martin, warst du auch im Falkenkeller? Jetzt für nee, ich habe mich nicht getraut, glaube ich. Ja, ich nehme mich auch nicht. Ja. Der Falkenkeller. Warum habt ihr euch nicht getraut? Was ist da los? Ja, wir waren halt nicht so mutig wie du. Ich glaube, es war aber auch wirklich im Prinzip so wie so eine, naja, was soll ich sagen? Die Leute, die da waren, waren alle so gefühlt 4-5 Jahre älter als wir, als das Ding gerade so geboomt hat. Nur mal der Falkenkeller, den gibt's nicht mehr, ne, Leute? Das müsst ihr euch mal... Ehrlich? Den gibt's nicht mehr. Der ist jetzt zu seit 3 Jahren oder sowas, weil halt die Jugend nicht mehr nachgewachsen ist. Ja, toll. Weil sie ist dann irgendwann, dann haben wir hier, wie heißt der Tillmann Kuban? Heißt er so? Der von der Jungen Union? Ja, der ist ja auch aus Basche. Ja. Machst du nichts. Nein, ehrlich? Der ist auch... Der war da aber nie im Falkenkeller. Ja, eben. Der hat das einschlafen lassen. Also, das
Böse, böse. Ja, böse. Also ich kann mich, meine Geschichte ist übrigens zum Falkenkeller, dass mich irgendwann einmal ein ziemlich attraktives Mädel eingeladen hat, damit hinzukommen. Sie hat gesagt, du, ich gehe da noch hin, willst du noch mitkommen? Also sie hat wirklich, sie hat nicht gefragt in die Runde, wer will noch, sondern sie hat mit mir gesprochen und zentral die Frage an mich gerichtet. Und ich guckte sie so an und sie war auch wirklich... Hast du die Tafeln Schokoladen gezählt und dachte, heute nicht, eigentlich habe ich noch was zu tun. So, und ich habe dann wirklich Nein gesagt und dachte aber ja, aber es war so ein, ihr kennt so ein Zwiespalt, wenn man eigentlich möchte und irgendwie doch nicht und man traut sich nicht. Und ich habe dann irgendwas gestottert von Unterhosen bügeln und Videos zurückspulen und dann ist sie gegangen. Hey. Was man so dann sagt und man sich schämt und denkt so, ja. Aber du hattest keine Angst vorm Falkenkeller jetzt in diesem Fall, oder? Nee, ich wusste einfach, es war mir, und ich war, Angst nicht, aber es war... Man hätte mich mal an die Hand nehmen müssen und dahin führen, dann wäre alles cool gewesen. Aber habe ich dich da nie mitgenommen, wirklich? Gescher. Nee, Gescher, ich glaube, das wäre wichtig gewesen, aber da... Echt krass. Da war ich dir vielleicht zu peinlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du hättest ja den Abwasch machen können. Ja, hätte ich sofort gemacht. Was wäre, wenn, und das ist jetzt auch meine Überleitung, was wäre, wenn ihr ab morgen aufwacht und die eine ähnliche Stimme hättet wie der Sänger von Dritte Wahl? Also, der Sänger von Dritte Wahl hat schon eine überzeugende Stimme. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, Lena, hol mir einen Kaffee! Ja, wo sie sonst das war gut nachgemacht. Würde, wenn ich das genauso wörtlich sagen würde, sag mal, spinnst du? Aber vielleicht hätte es dann funktioniert. Ja. Okay. Bei dir würde sich kaum was ändern, glaube ich auch, Martin. Du bist so ein Typ. Ah ja. Also ich glaube, für mich wäre es, glaube ich, ein Dazugewinn. Also für mich wäre es so, dass ich dann auf einmal, ich hätte auf jeden Fall wesentlich mehr Respekt bei den Tieren. So, also die Ziegen würden vielleicht besser auf mich hören. Das stimmt. Vielleicht das auch der stimmt. Hund. Oh Mann. Das weiß man halt nicht. Jetzt aber dass man dann so, Windows! Ich habe gerade übrigens ein Video gesehen dazu. Sorry, das muss ich gerade einschieben. Hat jemand eine ganze Kuhherde angelockt. Die sind alle angekommen zum Zaun, zum Weidenzaun, weil er einen ungefähr 30 Sekunden lang Rülpser gemacht hat. Sehr laut. Also, das könnte so. Was genau hast du gesucht, dass du dieses Video gefunden hast? Das ist eine sehr gute Seite mit guten Videos, die schicke ich euch mal zu. Das Schlimme ist ja, Martin, diesen Satz mit der Kuh, den hättest du genauso auch damals vor 20 Jahren zu uns sagen können. Genau so. Bloß du hättest das Ganze auf einer Diskette mitgebracht. Ja. Ja. Schaut euch mal an dieses Video an, was ich auf 10 Disketten mitgebracht habe. War damals so. Und die kopieren den Nachmittag rum und haben dann so diese 30 Sekunden. Alter, rülpst der lange. Die nächste Diskette, es geht noch weiter. Schieb ein. Aber ich werde die Frage selber beantworten, weil ich das ist ja hier alles Punk gerade. Ich habe auch drüber nachgedacht, wie ich wohl in der Schule dann akzeptiert werden würde. Und ich denke, bei so mancher Klasse wäre es auch ein totaler Zugewinn, wenn man gleich so reinkommt. Guten Morgen. So, das wäre schon. Die hätten schon gleich mehr Respekt. So. Ja, aber was machst du mit den Toni-Figuren, die du für die Kinder besingst? Ja, das stimmt. Das auf wäre, der anderen Seite, ja, du könntest dann keine Hörbücher mehr einsprechen, vermutlich, aber du wärst auf jeden Fall die Stimme für den Bösewicht bei TKKG. Das stimmt. Und zwar für sämtliche Bösewichte in TKKG. Für sämtliche, genau. Nicht schlecht. Ich könnte sie alle sprechen. Ja. Eine sehr jetzt gute Frage. Mit meiner hohen, engelsgleichen Stimme. Naja. Gut. Ja, kommen wir doch zur letzten Kategorie noch. Zitate. Ja, soll ich einfach mal, was ich so rausgesucht habe? Ich habe ein relativ langes Zitat, muss ich dazu sagen. Das macht nichts. Ich habe sogar ein bisschen was rausgestrichen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da war noch ein, zwei Sätze dazwischen. Aber ich fange jetzt einfach mal an, wa? Bitte. Nach uns vorliegenden internen Informationen
sind äußere, aber auch innere Feinde, seit längerem intensiv bestrebt, feindlich eingestellte, mit ihnen sympathisierende Kräfte, politisch irregeführte, schwankende, labile und unzufriedene Personen ausfindig zu machen, sie im Sinne ihrer subversiven Zielstellung zu beeinflussen, in oppositionellen Gruppierungen zu sammeln, sie in regelrechten politischen Untergrundgruppen zu formieren, zwischen diesen überregional Verbindungen und Kontakte herzustellen und deren gesamtes Vorgehen zu koordinieren. Ihnen ist jeder recht, der sich nur in ihrem Sinne manipulieren und mobilisieren lässt, seien das Punks oder Homosexuelle. Also hast du echt Punks vorgelesen? Ja, es war auch im O-Ton, also ich habe mir das Zitat vorher angehört, also es gibt davon eine Tonaufzeichnung. Ist übrigens auch in einem universitären Betrieb gefallen, dieses Zitat. Also ich, mein erster Tipp wäre natürlich jetzt Goebbels gewesen, aber das ist der hat ja nicht von Punks geredet. Also den Begriff hätte er nicht benutzt, aber die Sprache geht so in die Richtung. Bin mir nicht sicher, ob er so verschachtelt gesprochen hat, also jetzt Goebbels. Diese Kettensätze, weiß nicht, das ist ja echt so aneinander, aneinander, aneinander. Man könnte auch 10 Sätze aus diesem einen langen Satz machen, das würde eigentlich jetzt vernünftig klingen, ja. Du könntest aber auch einen Satz daraus machen, der vielleicht ein Zehntel lang wäre und genau dieselbe Aussage hätte. Der klammert halt dann weniger ein, ja. Genau. Ja, okay. Muss aber, ich irgendwie an so alte Ostblock-Reden denken? Ja. Komme ich da so in die richtige Richtung? Mit dem Klassifeind, ne? Ja, das passt von der... Von der so politisch unzufriedene Personen ausfindig machen. Ja, der Duktus passt. Ja, aber es wird ja wohl nicht Honecker gewesen sein, der sowas sagt. Honecker war es tatsächlich Walter nicht, Ulbricht. Walter Ulbricht. Nein, es ist später als Ulbricht und parallel zu Honecker gewesen. Und zwar war es... Der Chef der Stasi-Universität in Potsdam, Erich Mielke. Erich Mielke? Oh, nein. Erich Mielke, doch. Da kann ich mir das richtig vorstellen. Das war aus einem Vortrag von ihm. Und, Das hat er abgelesen. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er kann es auch freie Rede. Ich traue dem einiges zu. Also ich glaube, wenn du einmal in diesem Modus drin bist, ist auch ganz schnell da wieder rauszukommen. Erich Mielke war das. Nicht schlecht. Stell ihm keine Frage, der kaut dir gleich 2 Ohren ab. Ja. Und da passt auch das Punks dann wieder. Die Punks. Ja. Punks. Interessant, ich meine, wie wurden Punks damals wahrgenommen? So als Gefahr für den Staat oder was? Mhm. Ja, offensichtlich, ne? Also als politischer, sofort als politischer Widersacher auch, der dann... gleich so eine Zersetzungskraft hat, Zerstörungskraft. Oder ja. Gescher, kannst du nochmal vielleicht nochmal an der einen Stelle, nicht den ganzen Satz wiederholen, bitte, aber, ging es darum, dass diese Punks und die Homosexuellen die Kategorie, schwankende, System vielleicht nicht mehr ganz treue Gruppen kategorisiert wurden, die sich zum Klassenfeind formieren könnten? So genau, ja. Und da frage ich mich halt, also was für eine was für eine Sicht hatte er auf die Punks, dass er denen zutraut sozusagen, dass man die in regelrechten, so schreibt er es, politischen Untergrundgruppen zu formieren, zwischen diesen dann überregional Verbindungen und Kontakte herzustellen. Das klingt für mich nach einem großen Orga-Aufwand. Total. Die Punks waren noch selber, die Punks waren doch gar nicht so organisiert. Wie wollen die denn organisieren? Also, das war ja nicht wirklich. Ja, das ist alles von den Homosexuellen organisiert worden, sag ich euch. So, deswegen. Die haben das organisiert. Okay. Ihr stellt die Verbindung her und die Punks waren nur so die Mitläufer. Ein genialer Plan. Nicht schlecht. Ja. Erich Mielke. Von diesem Plan hat er sich auf jeden Fall immer bedroht gefühlt, denke ich so. Also, der Nacht schlecht geträumt. Ja. Sehr schön. Okay, dann mache ich jetzt mal hier den Bruch und dann kommen wir jetzt mal in Medias Res, so sagt Gescher, und zum Album von Dritte Wahl. Wir haben uns ja jetzt überlegt. Immer wieder kannst du es betonen. Hast du eigentlich ein Zeugnis bekommen, dass du das große Latinum hast? Kannst du es vorweisen? Okay, ja, sehr gut.
Wie leicht lässt sich das fälschen? Ach, ja. Gut. Wir wollen ja auch immer ein bisschen... Da ist die Tinte noch nicht getrocknet, sage ich. Gott sei Dank. Wir wollen ja ein bisschen auch ein bisschen über die Musik sprechen. Und da haben wir uns das Album jetzt von Dritte Wahl rausgenommen. Das Neue, was rausgekommen ist, ich glaube so vor 2 Wochen ungefähr. Es heißt 3D, ist quasi brandfrisch und brandneu. Ne? Brandneu sagt man. Richtig überblicke, 14 Tracks. Wir haben uns das Album alle angehört, mehrfach glaube ich sogar. Also ich habe es mehrfach angehört. Ich würde das mal so ein bisschen hier moderieren. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz eine Schulnote zuerst abgeben zum Einstieg, damit wir alle wissen, auf welchem Stand man so ungefähr ist. Wir wissen alle Schulnoten. Meinst du echt nicht ganz Schulnote so am Anfang und danach dann so Einordnung und so weiter, nicht andersrum? Ich habe doch gesagt, ich moderiere das. Ach so, war ich kurz nicht aufgepasst. Entschuldigung. Kein Problem. So, wir können ja, machen wir trotzdem. Du kannst ja das nächste moderieren. So, nee, Okay. Franco, sprich einfach kurz mit der Stimme vom Leadsänger. Genau. Wir machen das jetzt so. Okay. Danke. Amol. Man muss öfter mal mit der Stimme vom Leadsänger sprechen. vielleicht Kesha, was würdest du dem Album für eine Schulnote geben? Als Musiklehrer. Ja, also als Musik und Deutsch. Musik und Deutsch, Politiklehrer. Bitte? Als Gesamtwerk eine 3-. Musikalisch weiß ich nicht. Sie sind ihrem Stil treu geblieben. Es ist sehr, sehr gut produziert. Es hat mich zum Teil auch erinnert an Kraftklub oder so zum Beispiel. Da gab es keine wirkliche Weiterentwicklung. Von daher würde ich sagen, da eine solide 3, so musikalisch. Mhm. Es ist ja auch so gewollt, wie es ist. Textlich hat es sich leider auch nicht weiterentwickelt. Und textlich finde ich es zum Teil recht schwierig. Da würde ich fast zu einer 4 eher tendieren. Politisch war das die dritte Kategorie? Ja. Ich weiß nicht, welche Kategorien du meinst, aber ich sag mal, ja, nimm die dritte Kategorie. Du hast gerade als Moderator verschiedene Kategorien aufgemacht. Politisch, ich weiß ja, was sie meinen und so gesehen finde ich das okay. Ich finde es bei manchen Songs leider sehr, also ein Müh zu offen. Darauf kann ich dann später auch nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Für die Moderation insgesamt eine 5. Ruhe, schweig. So, Martin, was sagst du zum... Doch, rede. Oh, man kann sich dran gewöhnen. Was sagst du zum Album von Dritte Wahl? Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich muss dazu sagen, es ist das erste Dritte Wahl-Album, was ich überhaupt gehört habe, weil mir diese Band vorher einfach nicht bekannt war, muss ich ehrlich gestehen. Bin wohl zu lange aus der Punkrock-Szene. Bin da nicht mehr eng genug bei gewesen. Das heißt aber, du warst mal drin. Ich hab einfach eine Zeit lang mehr Punkrock gehört. Über Wiezo haben wir viel verteilt. Gehört. Ja, Wiezo, aber nicht nur deutschen, sondern auch so, weiß nicht, amerikanischen Punks, so Rage Against the Machine, so, keine Ahnung, diese Richtung halt. Moment, brauche ich aber das ist ja schön, du bist also ganz, ganz unbefleckt bist du an das Album rangegangen. Du kanntest die Vorgeschichte der Band nicht. Genau, ja, ist doch super. Also ich kann das Album nicht in das Gesamtwerk von Dritte Wahl einordnen, da muss ich passen. Aber so wie es direkt auf mich wirkt, gebe ich eine 2-. Hätte ich so 3 plus gesagt. Jetzt mutig, los. Aber ich habe mich etwas reingehört, so nach dem öfteren wiederkehrenden Hören hat es mir doch schon noch etwas besser gefallen. Auch bei den Texten, ich meine, ja, ist teils ein bisschen zu viel Refrain und zu wenig Strophe. Das stört mich auch, aber einige Texte davon fand ich halt ganz cool. Musikalisch ist es solide gespielt von Instrumenten. Die Stimme vom Sänger ist nicht so ganz meins, verbinde ich halt nicht direkt mit. Ich hab's gewusst, dass euch die Stimme negativ auffällt.
mit so leicht eher so Gegröle von rechts. Ja, so, so kommst du mir eher vor. Das assoziiere ich mit der Stimme, auch wenn es natürlich der Band jetzt wahrscheinlich Unrecht tut. Aber deswegen passt es für mich nicht so ganz zusammen. Ja, genau, weiß ich nicht. Es war jetzt ja erstmal nur das Gesamturteil gefragt. Genau, also danke. Also ich habe gewusst, dass euch die Stimmung nicht gefällt, weil die auch, glaube ich, schwierig ist und nicht so ganz zugänglich ist, weil er eben so ein bisschen grölt. Ich persönlich habe mich damit total arrangiert, deswegen stößt mich das überhaupt nicht ab, vor allem, weil er auch die Töne trifft. Also es ist nicht so, dass er nicht singen kann, er hat eben seine spezielle Stimme, die man vielleicht auch nur kriegt, wenn man so lebt, wie er lebt. Wie ein Punker vielleicht? Naja, also ich würde dem Ganzen eine 3+, ist jetzt Spekulation, ich würde dem Ganzen eine 3+ geben. Und zwar finde ich das auch musikalisch eigentlich schön umgesetzt. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber textlich haben mir die Songs gefehlt, die mir auch so ein bisschen ans Herz gehen. Also es war so, dass ich viele Songs gehört habe und dann waren die vorbei und nach so 3, 4, 5 Minuten konnte ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, worum es eigentlich ging. Und das spricht ja dann nicht fürs Album, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Politisch hat mir auch... super Kategorien auf jeden Fall. Die sollten wir immer jetzt nehmen. Politisch ist immer eine Kategorie, die man nehmen sollte. Da kann man viel mit und drunter fassen. Brennt alles nieder, ist ja ein sehr, sehr politischer Song gewesen. Es hat mir aber so ein bisschen so eine Hymne gefehlt. So eine klare, punkige Hymne, die ich gerne höre, die gute Laune macht und die irgendwie auch so ein bisschen Kraft versprüht. Das hat mir gefehlt. Ja, die ziehen eher runter, die Songs so in Summe, ne? Wobei es da Ausnahmen gibt. Vielleicht, aber Ikarus zum Beispiel hat auch, finde ich, das Zeug zur Hymne und zur See vielleicht auch ein bisschen, ja, wobei eher nicht so, aber ich finde zum Beispiel Ikarus zu nah an der Sonne, ja, wie sie das so singen, das fand ich eigentlich ganz geil. Das hat sich bei mir so ein bisschen eingeschliffen. Ikarus, damit ist ja, worauf spielt er da an, Gescher? Vergeistigter Gescher? Ikarus ist ein, das ist hier bei Harry Potter, halb Pferd, halb Mensch. Nein. Ikarus und Daedalus, Leute. Ikarus, Daedalus. Beide wollten hochfliegen zur Sonne. Ikarus, Daedalus haben sich hier Dingens Federn angeklebt, sind losgeflogen. Ikarus wollte immer höher fliegen, wurde zu heiß, Wachs ist geschmolzen, er ist abgestürzt. Aha, so nämlich. Ja. Deswegen zu nah an der Sonne. Ich wollte nur wissen, ob du auch von dieser Mythologie gehört hast. Ja, ich habe gerade eben noch mal kurz nachschlagen müssen, weil ich gedacht habe, das gehört zu meinem Lateinstudium. Ja, das du ja gerade vorliegen hast. Das nächste Mal frage ich dich, wer Hiob war. Hiob, der hat doch solche Botschaften verbreitet. dieser Ikarus. Aber ich zum Beispiel habe den Refrain nicht verstanden. Das ist okay. Die neue Ikarus ist die neue Julia? Nein, ihr habt nicht genau hingehört. Ich habe das erst heute kapiert, aber es ist deswegen total geil. Damit ist der Julian Assange gemeint. Ach, er meint nicht Julia, sondern Julian. Julian singen sie. Aha, dann muss ich das nochmal hören. Woher weißt du das? Hast du das gelesen oder woher weißt du, dass er da den Namen meint? Ich habe es einfach nochmal gehört und dabei ist mir aufgefallen, sie sagen ja Julian. Ja. So geil. Ich habe es einfach nochmal gehört. Ja, verdammt, ich habe genauer hingehört. Ich habe etwas genauer auf den Text geachtet. Und wenn man das so sieht, in dem Lied geht es ja darum, dass jemand abstürzt, der zu nah an die Sonne kommt, an die Gefahr auch, ja. Ja. Und um Wahrheiten, die ans Licht kommen. Und dass man sich, wenn man mit den Falschen anlegt und es immer weiter auf die Spitze treibt, dass man dann Gefahr läuft, abzustürzen. Und das hat mich dann sogar erstens musikalisch und auch emotional gepackt, ja. Aber erst als ich dieses N gehört habe. Wichtiges. Also hört es euch nochmal an, unter dem Aspekt. Aber unter diesem Aspekt, mit diesem Vorwissen, möchte ich dich jetzt nochmal fragen, Martin, ob du auch so ein N gehört hast, was mir irgendwie entgangen ist, bei dem Track Brennt alles nieder. Denn bei Brennt alles nieder habe ich ein ganz, ganz großes Problem mit diesem Track, dass ich natürlich weiß, wie der gemeint ist. Und dass der irgendwie, also dieser Track, der handelt davon, dass gesagt wird, brennt alles nieder, zündet die Gebäude an und so weiter. Also dass gesagt wird, zündet die Menschen an, auch die Geflüchteten an, zündet die Häuser an, in denen die wohnen und so weiter und so fort.
wo genau steckt in diesem Text, dass das kein Aufruf ist, das tatsächlich zu tun. Denn für mich ist da überhaupt keine da steckt keine Abgrenzung drin. Wir wissen natürlich alle, wie das gemeint ist. Bin ich voll bei dir. Ich habe halt gedacht, so, wenn ich jetzt ein Nazi wäre, könnte ich diesen Song nehmen und den genauso spielen und mich davon angestachelt vielleicht sogar fühlen. Ja. Also ganz, ganz schwierig, weil da auch gesagt wird, ja, okay, das Kind, was sich da irgendwie zusammenkauert und was weiß ich, aber als Nazi will ich genau das. Ja. Ja. Will ich mich überlegen fühlen und durch das als Chor rausbrüllen, auch wieder mit diesem leicht, sage ich mal, mit dieser Schwingung von rechts, ja, von der Stimme, die ich da rein höre, habe ich auch die Augenbrauen verzogen und dachte, komisch, ja. Also, weil das andere, der Refrain kommt wieder so oft, ja, und die Strophen dazwischen sind so kurz. Ja, was hängen bleibt, ist wirklich, brennt alles nieder! Genau. Ja. Also, ihr habt recht. Ich habe das natürlich mit der Brille gehört, dass ich weiß, okay, das ist eine Punkband. Ich weiß, wie sie es meinen. Wenn man es weiß, wie sie es meint, ist es auch klar. Aber wenn man natürlich neutral rangeht, muss ich euch recht geben. Und er beschreibt ja auch wirklich die Angst. Du hast ja das Kind angesprochen, das Zusammengekauerte. Dann diese eine Strophe fand ich sehr schön mit, die Menschen verstehen nicht, was draußen rufen, aber sie wissen es doch. So, also ja, natürlich weil sie schon mal gehört haben, ne? Ja. Genau. Und sie kennen die Sprache nicht, aber wenn jemand so aggressiv ruft auch, dann wird es wohl nichts Nettes sein. Ja, klar, wenn man sich daran ergötzt, an dem Leid anderer, dann kann man es auch auf der Seite singen und spielen und sich daran erfreuen. Das stimmt schon. Auf die Ebene bin ich gar nicht gekommen, muss ich gestehen. Mhm. Ja. Also da wäre etwas, Gesche, wo du sagst, da hätten sie konkreter sein sollten. Und nochmal eine kleine Strophe dazu. Also, okay. Genau, auf jeden Fall nochmal so einen inhaltlichen Bruch oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Sie haben jetzt, das habe ich jetzt weiß ich nicht, erst vor wenigen Tagen gesehen, auch ein Musikvideo dazu veröffentlicht. Ah. Und in diesem Musikvideo haben sie dann im Abspann sozusagen, also da haben sie dann einfach nochmal ein bisschen Instrumental weiterlaufen lassen und dann haben sie dort eingeblendet, wie sie es gemeint haben und dass sie das eben ganz, ganz doof finden, dass man Häuser ansteckt und so. Ja, aber ich habe halt gedacht, das haben die eingeblendet? Das wäre cool, wenn das irgendwie so da drin wäre. Denn das ganze Musikvideo selbst handelt auch davon, dass da Menschen gezeigt werden, also Geflüchtete mutmaßlich, also Schauspielende, die da Geflüchtete spielen, die da irgendwie Angst haben. Und dann wird das verbunden mit Originalaufnahmen aus den 90er Jahren, bei denen in Rostock und so diese Häuser angesteckt worden sind. Ja, genau. Die Verbindung habe ich auch ohne das Video gesehen zu haben. Genau, genau. Ja, genau. Häuser aber umstellen, anzünden, die haben jetzt halt Pech gehabt, wir sind die Abgehängten. Wenn ich als Punkband einen Song mache über Straßenschlachten, und das bebildere mit Straßenschlachten, dann ist das für mich so, ich soll hier gerade motiviert werden, eine Straßenschlacht zu machen. Und die singen einen Song über wir stecken Geflüchtetenheime an und bebildern das, wie Geflüchtetenheime angesteckt werden. Und davon soll ich jetzt aber, also wie gesagt, mir ist bewusst, wie sie es meinen und sie haben das ja auch dahinter geschrieben, aber durch allein nur das Musikvideo und allein den Song wird es mir nicht klar. Ich habe dann auch die Kommentare dazu ein bisschen überflogen und die Kommentare sind alle von Menschen, die das genauso verstehen wie wir und so, wie sie es gemeint haben. Mhm. Und trotzdem habe ich eben gedacht so, ich weiß von früher noch sozusagen, dass die Ärzte manchmal gehört worden sind von eher Faschos, von Nazis und so. Und da habe ich mich immer gefragt, wie macht ihr das? Wie könnt ihr da irgendwie bestimmte Sachen ausblenden und sowas? Und die Ärzte haben relativ viel Wert darauf gelegt, dass sie immer mal wieder deutlich gemacht haben, wo sie politisch stehen. Und gerade, also nur wenn man jetzt diesen Song hier isoliert sieht, dann ist das für mich absolut uneindeutig, wo das politisch einzuordnen ist. Wenn man nicht weiß, wer den Song gemacht hat, wenn man nicht weiß, in welchem Kontext und so weiter und so fort. Also von der Punkband müssen wir erwarten, eigentlich die Gegenhymne. Ja? Also verscheucht die versuchen, das Haus anzuzünden. Lasst uns gegen die revoltieren oder so. Ja? Aber eben nicht. Ja, oder stoppt vielleicht das oder sowas, genau. Ich habe eine Idee für uns als Projekt. Nach Brennt alles nieder können wir ein Löscht alles wieder Lied spielen. Löscht alles wieder, baut alles auf. Ja. Ah.
So. Ja, na gut, okay, alles klar. Ja, müssen wir überlegen. Nochmal zu Icarus, weil ich gerade das noch gewartet habe. Ich werde mir das auch nochmal anhören, das finde ich gut. Ich habe immer Julia verstanden und es war dann für mich, wenn jemand von Julia spricht, denke ich immer an Romeo und Julia und ich habe überhaupt keinen Zusammenhang gefunden und dachte, was wollen die mir damit sagen? Von dem her muss ich vielleicht auch meine Gesamtwertung korrigieren. Ich weiß es nicht, ich bleibe bei der 3 Plus erstmal, aber Gescher, du wolltest was sagen zu einem Lied. Ja, ich wollte nur gerade sagen, dass es ja allgemein bekannt ist, auch dass Romeo und Daedalus eine Person sind. darüber hinaus fand ich den Song zusammen aber sehr schön. Also, oha! Oha! Das ist bitte? Für mich ein sehr dadaistischer Song, der halt nur sagt, wenn wir zusammen sind, dann sind wir zusammen. Und früher waren wir allein, jetzt sind wir zusammen. Und er sagt das sehr oft, der Song? Sehr oft. Genau, sehr oft, sehr, sehr oft und dazwischen immer nur wie ein Mantra. Oh, so, no, sehr genau. Und so. Und ich fand, das war so eine gute, wirklich satirische Geschichte von inhaltslosen Songs, wie sie, ich sage jetzt mal, zum Beispiel von den Toten Hosen immer und immer wieder kommen. So. Also sowas wie Tage wie dieser, bloß eben jetzt ganz, ganz demaskiert. Auf einmal hört man, dieser Songtext ist sinnlos. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass er überhaupt nicht versucht, die Tiefgründigkeit dieses Songs ist in seiner Banalität versteckt. Und, schön gesagt. Sehr schön fand ich dann auch, und wenn du, und dann Kunstpause und oh, glaube ich auch irgendwie. Oh, oh, oh. Das ist die beste Stelle. Und dann ich und wir zusammen und die Polizei. Und dann kommt die Solo. Die Polizei ist völlig aus dem Zusammenhang. Ja, und die Polizei, what? Aber das ist so, es hört eh keiner zu. Wir singen einfach was, machen danach, ist ja auch egal, und dann das nächste. Das ist klasse. Ja, das stimmt. Ja. Also ich muss sagen, ich bin mit dem Song trotzdem nicht warm geworden. Auch wenn ich das verstanden habe, dass das, wie das gemeint ist, war es mir zu platt irgendwie. Und vielleicht habe ich auch eine andere Erwartungshaltung gehabt, als ich den Song gehört habe. Das kann natürlich auch sein. Aber den habe ich jetzt nicht als so positiv abgespeichert. Aber schön, wenn er dir gefällt. Ja, mir gefällt er sehr. Ja, und Martin, warte, ich will doch Martins, der weiß doch, Martin muss immer alles eichen. Ich fand ihn auch lustig, aber ich würde ihn mir, glaube ich, nicht so oft anhören, weil es halt auch nervig zu hören ist, finde ich. Wir sind ständig zusammen und oh, nee. Aber oh, es gibt da drin einen, ich kriege die Strophe leider nicht hin, Strophe, in Anführungsstrichen. Aber da gibt es einen Abschnitt in dem Song, wo wirklich zusammen und wieder und so wahllos aneinander gehangen wurde. aber es sind irgendwie, glaube ich, 12 Phrasen oder so, die ergeben noch einen Satz für sich. Aber die bestehen auch nur aus 3 Worten. Und das fand ich, da haben sie sich Mühe gegeben. Das ist nämlich nicht einfach. Und man freut sich auch immer wieder, wie es weitergeht. Mich erinnert das auch so ein bisschen. Franco, erinnerst du dich noch an die Telefonstreiche? Wir sind wieder bei den Telefonstreichen. Ja, wir kommen immer wieder zu Telefonstreichen. Bei dem du einfach angerufen hast und aus den Wörtern ist jetzt hier alles einfach. Diese Wörter einfach immer wieder neu zusammen kombiniert. Und dann, ja, jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Oh, ich hatte es echt verdrängt. Und ich habe mit so einer Edmund Stoiber-Stimme gesprochen, ne? Ja, ist alles einfach hier. Hier ist jetzt alles einfach. Ja, ich erinnere einfach mich. Ist das sehr schön. Alles hier. Nicht ja. Was es gab Menschen, die haben sehr lange zugehört. Mhm. Ja, haben sie. Sie haben sich auch gefreut darüber. es hatte mich auch irritiert. Ich habe aber natürlich auch weitergemacht. Ich spiele das Spiel ja mit. Martin, was ist denn für dich ein Highlight-Song? Oder vielleicht so die 3 oder der beste? Oder der, also der dich am meisten gepackt hat? Ja, ich glaube, ich habe es eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Mit Icarus habe ich mich tatsächlich warm gehört. Was ich vom Text her dann auch wieder okay fand, weil jetzt so ein bisschen die Entwicklung im Weltgeschehen, politischen Weltgeschehen ganz gut zusammengefasst war, dieses fabelhafte Voraussetzungen, also Despotentum, dass das wieder vorkommt und man sich ja eigentlich gar nicht
erklären kann oder sich nicht hat vorstellen können, dass es so schnell geht, dass es irgendwie schon wiederkommt. Ja. Also der Refrain ist, das ist eine fabelhafte Voraussetzung für eine beschissene Situation, ne? Ja, und damit sind die internationale Spannung und was ich, Kriegsgefahr, so interpretiere ich das jedenfalls, gemeint, so eine Verschlechterung des Zusammenseins, sondern eher so ein Auseinanderdriften der ganzen Welt. Das fand ich. Ich muss aber sagen, dass ich diesen Song, Fabelhafte Voraussetzungen, den finde ich musikalisch zum Beispiel schwach. Da, den höre ich und denke, boah, ja, was, dann das was der will Text, er mir sagen? Na, das ist halt eher der Text, der genau. Vorsticht. Aber was ich erfrischend abwechselnd fand, war dieser Elektromärkte. Oh ja. Naja, wir wissen alle, ne, das hat eigentlich leider keine Zukunft. Das Thema ist vorbei, ist durchs Internet gefressen worden. Und welcher Laden macht als nächstes dicht? Das kennt man irgendwie aus seinem Umfeld. Jeder hat jetzt verallgemeinere ich schon wieder. Ich unterstelle, dass es jeden schon mal so gegangen ist, dass ihm ein schöner Laden, in den er gerne gegangen ist, schließen musste, weil es sich einfach nicht mehr rentiert hat, ob der großen Online- und Mall-Konkurrenz. Und das fand ich auch schön unterlegt, auch musikalisch gut. Da hat er seine melodische Stimme auch gezeigt, der Sänger, die ja, wie du gesagt hast, der kann singen. Ja, ja. Ne? Das fand ich halt gut, hat das gezeigt für mich. Und es war auch so mit so ein bisschen nerdy Elektrogeräuschen unterlegt. Das fand ich auch sehr geil. Und ihr müsst noch aufs Ende achten. Da vermischen sich im Outro diese Elektrogeräusche mit so einem Wind, der so... Ja. Das so wegpustet, ja. Diese letzten elektrischen Signale so... Das fand ich ziemlich gut gemacht. Der Laden ist dann einfach weg, ne? Genau. Also mich hat der Song... Der ist so digitalisiert. Gescher? Ja, so was. Ich fand den Song auch sehr, sehr schön, weil es auch ein Songthema ist, was ansonsten irgendwie noch gar nicht aufgekommen ist. Ich hatte jetzt gerade gedacht, dass Vizo ja mal so einen Song hatte über den letzten Schlachthof in der Stadt und so weiter. Und, stimmt. Genau. Jetzt haben wir jetzt hier einen Song über den Elektromarkt, der langsam verschwindet. Und ich muss sagen, ja, beim Elektromarkt, da trauere ich tatsächlich dann auch ein bisschen mehr. Aber jetzt im Moment, Franco, du beziehst ja deine Kabel jetzt auch über eBay, ne? Ich beziehe, ist eine schöne Überleitung. Ja, das stimmt. Und deswegen hat mich das so angesprochen. Also dieser Anfang des Liedes, es ist ruhig und dann ruhige Gitarre und es kommt die Songzeile, nehmen wir mal an, du brauchst ein Kabel. So, das ist eigentlich egal, was danach kommt, denn da bin ich bin dabei und denke, du bist dabei. Genau. Dieser Mensch, der diese Geschichte stellt, den Fall stellt, der lebt in meiner Welt. Ja, man braucht ein Kabel. Dann kommt auch noch doppelt Cinch auf XLR. Also nicht irgendwie hast du mal ein USB-Ladekabel, sondern doppelt Cinch auf XLR. Das ist schon ein spezielles Kabel. Ich wüsste gar nicht, ob ich ein doppelt Cinch auf XLR-Kabel hier hätte. Aber wenn ich eins bräuchte, ich müsste in den Elektrofachladen gehen und der würde mir sicherlich mehr darüber erzählen können, als ich das im Internet erfahren könnte. Von dem her. Würde die es eventuell auch zusammen löten. Das würde er auch können. Also, deswegen hat dieser Song so eine Melancholie, die er wunderbar transportiert, die auch bei mir ankommt. Ich habe den oft gehört, ich werde den auch noch oft hören. Finde aber, dass da Potenzial verschenkt ist, weil dann viel diese Elektroklänge kommen und ich hätte gern noch eine zweite Strophe gehabt. Die wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen. Ja, die hat mir gefehlt in dem Lied. Also, dann werde ich mal meine Eindrücke schildern. Also, ich werde mir Icarus nochmal anhören und viele Songs, die danach kommen, was zur Hölle und brennt alles nieder und warm anziehen, die plätscherten bei mir so vorbei. Und das erste Mal, dass ich hellhörig wurde, war tatsächlich der titeltragende Song 3D. Weil der schon so kraftvoll anfängt mit einer Gitarre und dann diese Melodie, dieses Didel, 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 dem. Jetzt, also ein bisschen anders, ihr wisst, wie es ist, aber es kommt kraftvoll. Es kommt... Mach es mit seiner Stimme. Nein, die Gitarre spielt das. Dann kommt der Songtext, der mich anspricht, nämlich, dass es alles sehr, sehr eindimensional alles ist, sehr flach. Und dann kommst du aber, also das wer auch immer da kommt, und jetzt, du bist in 3D. Also dich sehe ich quasi ganz, während alles irgendwie auf der Welt abflacht. Dazu dann noch, also das textlich mag ich das gerne, dann musikalisch schön mit dieses, dann kommst du in 3D. Das war was Neues und das ist auch nichts, was mich stört, sondern was mich eher anspricht, weil es auch nicht alltäglich ist.
deswegen mochte ich diesen Song. Da habe ich dann hingehört und dachte, ach, oh, das könnte ein guter Song werden. Wollt ihr dazu was sagen? Ja, ich würde ihn aus Dauerschleife hören, wenn mein 3D-Drucker irgendwas auch druckt. Das ist dein Song, genau. Wenn du ihn bootest. Und jetzt komme ich in 3D. Jetzt druck ich in 3D. Okay, ja. Ich denke, das geht. Das fällt nicht unter das Plagiatschutzgesetz, wie das Ding heißt. Das ist aber. Was ich daran cool finde, weil der sagt ja auch in der einen Strophe, er tippt auf seinem Handy rum. Ja? Und dann blickt er auf und dann sieht er sie. Ich glaube, sie sitzen ihm gegenüber. Ja? Also ich habe mir halt so typisch eine Szene vorgestellt, so geht's mir ab und zu mit Lena auch. Wir sitzen dann abends und wir sind geschafft vom Tag mit den Kindern und mit der Arbeit und so weiter. Ja? Und dann setzt man sich hin und ja, was macht man heutzutage? Man tippt irgendwie auch noch auf dem Handy rum, um Nachrichten zu schreiben oder irgendwas zu lesen und so. Und es ist halt alles so eindimensional, ja. Man macht das alles nur auf dieser Scheibe und tippt da drauf rum. Und dann blickt man mal auf und denkt, okay, da drüben sitzt ja ein richtiger Mensch. Ja, mit dem, die kenne ich. Und dann nimmt man das Handy wieder in die Hand und denkt sich, nee, besser hier jetzt weiter. Ich schreibe ihm mal eine Nachricht. Sag. Und Lena, ja. Lena, nein, wisst ihr, was ich guckt dich an und denkt sich, Tune 2 und tippt weiter. Tune 2, mein Lieber. Ganz weit weg. Ja. Ja. Ja, nee, das fand ich halt, diese Metapher, genau. Fand ich also cool. Wir haben ja, diesen Übertrag, weil das alle, da gucken irgendwie zu viel drauf und es ist auf diese flache digitale Welt, Eindimensionalität so runtergebrochen, aber das in echt, das gerät irgendwie in den Hintergrund. Zwei, ne? Zweidimensional, zwei. Stimmt, auf dem Handy ist man. Oh, hat ja druck dir doch ein neues 3D-Handy. So, ich mach mal weiter. Dann da direkt danach kommt Schöne Frau mit Geld. Und auch das hat mich sehr angesprochen, nämlich nach dem Motto, ach, ich warte und irgendwann kommt die schöne Frau mit Geld und dann lasse ich mich einfach von der aushalten quasi. Und das hat so ist einfach textlich so positiv, so fröhlich, dass mich das war sehr mal so ein bisschen tourlastiger. Genau, ist doch kein Problem und dann geht sie morgens los, also sie lässt mir ihre Karte da und ist doch alles in Ordnung, so nach dem Motto, das hat mich dann auch sehr gefreut und danach kommt schon ohne mich, das kann man alles machen, aber ohne mich und er zählt halt irgendwelche Sachen auf und bei vielen Sachen, die er aufzählt, denke ich auch, ja, das kann man jetzt machen, aber muss man nicht. Also es ist auch wieder mein Thema. Es müssen nicht alle jetzt nach Indien fliegen, um auf einem Elefanten da rumzureiten und so. Klar, kann man machen, aber muss jetzt nicht. Von dem her ist das aber meins und dann, ja. Das kann man alles machen, aber ohne mich. Das bedeutet ja schon, dass da die Haltung sehr, sehr stark ist. Nämlich, du würdest es nicht machen. Also du ich würde es nicht machen, jemanden, genau. Aber du würdest es halt nicht machen. Also das heißt, genau. Auch beim Elefantenreiten oder sowas, du wärst halt nicht dabei. Also für dich wäre es halt nichts. Genau, genau. Also ich würde okay. Lassen wir mal so stehen. So. Und es gibt ja viele Menschen, die das gerne machen wollen. Können sie, wie gesagt, dann bin ich immer so, ja, mach das doch, da bin ich tolerant genug, aber ich denke mir, ich muss das nicht alles haben. Ich muss da auch nicht überall hinfahren und dann das, also, nee, nicht meins. CO2-Fußabdruck und so, ne? Sage ich jetzt mal. Ne? Also ich dachte, man könnte sagen, der Song ist in der Kategorie schon fast ein Mainstream im Moment. Es geht ja eher die Tendenz wieder in die Richtung. Auch Corona-bedingt, aber auch umweltbedingt, ja. Eher mal solche Dinge zu hinterfragen, genau. Ob sie wirklich nötig sind. Ja. Nicht alles, ob man das nicht auch alles irgendwie per Webcam machen kann. Und dann stellt man fest, der Elefant ist ja gar nicht in 3D jetzt. Komm, genau. Jetzt? Ich stelle eine Webcam in den Zoo. Größeren Drucker. Und danach kommt Elektromärten, also diese vier Songs hintereinander. Da habe ich mich oft ertappt, dass ich einfach meinen MP3-Player genommen habe und bei Song 9 angefangen habe und dann liefen die immer so durch. Ja, aber das ist so mein Fazit zum Album. Das ist die deutliche Stärke und ich werde nochmal reinhören und bei Icarus auf den Text hören. Wenn er wirklich Julia singt, ja. Martin, erwarte ich eine Entschuldigung. Ja. Und eine Erklärung, warum der Julia singt. Sperrt einfach die Ohren auf, macht vorher nochmal sauber und dann hört er das dann auch. Da sind noch andere Konsonanten versteckt zwischen den Zeilen. Ich würde gerne nochmal ganz. Die hört ihr noch nicht. Ganz kurz eine letzte. Mal ganz genau hin. Kompetenzteam bitte. Ich habe ihr Moderationsrecht. Ich würde gerne eine letzte
Der zieht diesmal durch. Das war ein normaler Huster, Entschuldigung. Kein Problem. Eine letzte Runde starten, indem wir jetzt der Band dritte Wahl Tipps geben, wie sie fürs nächste Album, wie sie das besser gestalten könnten, dass ihr sagt, ja, das soll mal wieder eine 2 werden oder vielleicht sogar eine 2 plus, wenn nicht sogar eine 1. Danko, an dir ist ein ernsthafter Musikkritiker vorübergegangen. Ich sag es so, dir, wenn man alles kategorisiert, wird alles einfach. Also, das hätte ich anders gemacht. Ich mache nichts, aber das hätte ich anders gemacht. Ruhe. Ich war in der Windmühlengruppe, ich darf das. Also bitte, Gesta, was gibst du der Band mit auf den Weg? Die hören jetzt zu. Stell dir vor, die hören jetzt zu. Ich würde das Gitarrensolo bei manchen Songs schneller spielen, abwechslungsreicher spielen. Bisschen, also alles, was im Vordergrund ist, alles, was Lied ist, da würde ich ein bisschen mehr Varianz reinmachen. Politisch eindeutigere Texte. Und was noch? Ich glaube, das war es schon im Großen und Ganzen. Also ich meine, ich würde ihm jetzt nicht sagen, geh mal hier in den Stimmkurs oder sowas. Nee, die zeichnet ja auch klar, die Band aus. Also von daher, da witzigerweise, ich weiß auch gar nicht, aus wie vielen Menschen diese Band besteht so richtig, weil ich jetzt den Eindruck habe, das sind jetzt irgendwie 4 oder so? 4, ja, ich glaube schon. 4? Und als ich die das letzte Mal live gesehen hatte, waren es, glaube ich, nur 3. Also das war irgendwie für mich ein bisschen überraschend, dass es jetzt 4 zu sein scheinen. Und da habe ich mich gefragt, haben da irgendwie 2 gewechselt oder was? Oder was ist da los? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Du hast mir mal, als wir über die Band gesprochen haben, hast du gesagt, dass die dir zu viele Pausen machen. Ist das in diesem Album auch? Ja. Also bei denen ist es auch so, ja, stimmt. Die Texte sind zu einfach. Also das ist halt wie ein Gedicht, das irgendwie im AABB-Schema geschrieben ist und bei dem dann irgendwie die Hälfte der Zeile oder die Zeile gesungen wird, mehr oder weniger, und danach hast du dann irgendwie noch 3 Takte Zeit und da ist dann einfach Pause, Pause, Pause und danach geht's dann irgendwie weiter. Und ich glaube, ich würde die Songtexte also ich weiß nicht, ob das jetzt schon irgendwie ein Kriterium ist, dass die dritte Wahl einfach auszeichnet, dass sie die Songtexte relativ, also wenn du sagst, hey, bleibt nichts hängen, und das habe ich ja auch so wahrgenommen bei den meisten Songs, also bei 2/3 der Songs oder sowas, dann liegt das schon auch daran, dass da kein Ohrwurmfaktor dabei ist, weil die Songtexte halt wirklich so runtergespult sind, und wenn wir die jetzt irgendwie gelesen hätten, statt die zu hören, dann wäre da wahrscheinlich genauso viel oder wenig hängen geblieben. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auf andere Sachen geachtet. Und so ist es halt so, ja, es sind halt vorgetragene Gedichte, die nicht gerade, also ich würde jetzt dritter Wahl auch nicht unterstellen, dass die lyrisch irgendwie oder poetisch anspruchsvoll sind. Es sind halt irgendwie plakative Sachen, bei denen mir die Melodiosität, dieses auch vielleicht sowas wie ein ungewöhnliches Versmaß, irgendwie sowas, das fehlt mir halt da. Also die ästhetisch ist es halt ziemlich plump, und da kann ich jetzt eigentlich nur sagen, dass das das Kriterium von dritte Wahl ist, dass das einfach das ist, was die auszeichnet. Wenn sie jetzt die Einzigen wären oder wenn das jetzt irgendwie sowas wäre, dann würde ich sagen, ja, macht so weiter. Aber tatsächlich für meinen Hörgenuss, ja, da würde ich sagen, bitte ein bisschen mehr Text, ein bisschen mehr Varianz, einfach, was ich eben zu Beginn auch meiner Kritik, zu Beginn meines wunderbaren Ratschlag, Rundumschlags gesagt habe, ein bisschen mehr Varianz und so bei allem, was mit Lied zu tun hat. Also sowohl bei dem Gesang in erster Linie natürlich auch, als auch bei den Leadgitarren. Ja. Ja. Martin, was würdest du der Band mitgeben? Ich kann mich vielen von Gesche anschließen. Kurz gesagt, wirklich mehr Wert auf Strophe, weniger auf Refrain legen, weil, und dann halt mehr auf den Inhalt. Weniger Andeutungen, sondern ein bisschen konkreter werden. Ne? Also das hätte halt auch dem Song Brennt alles nieder, ja, denke ich mal, schon geholfen. Vielleicht sind die Jungs, wenn sie es Vielleicht waren sie ja früher auch so ein bisschen mutiger, was diese Texte angeht. Vielleicht sind die auch einfach jetzt schon ein bisschen älter und sagen, oh ne, so diese richtig gierigen Kampfparolen, die kauft uns eh keiner mehr ab. Kann sein, dafür habe ich jetzt die anderen Texte von denen nicht gehört, die älteren Alben. Aber das würde ich mir eigentlich von so einer Punkband wünschen, dass die ein bisschen mehr aufrütteln, als nur
ja, so Dinge zu bedauern, so wie sie sind, ja, wie hier brennt alles nieder. Es ist halt so, ja, wir sind passiv, ja, es passiert, so ein Mist, ja. Oder der Assange, ja, der ist abgestürzt, oh nein, ja. Man könnte ja auch dazu aufrufen, das war gut, macht weiter so. Und die Botschaft, die sie senden, ist, es ist gefährlich, wenn man sich mit dem System anlegt. Und das ist eigentlich schade. Ja, macht also mal genau besser nicht so. Das ist das Gegenteil von dem, was eine Punkband erzeugen soll, oder? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt im Nachschlagewerk nicht nachgeguckt, was eine Punkband erzeugen soll, aber ich würde jetzt als Mensch... Gibt es ja kein Knigge oder so ein Glossar, Punkband? So ein Glossar. Folgendes sollte eine Punkband besser vermeiden. Okay. Ja. Genau. Ängste schüren. Also ich ordne dich dem System unter. Es ist halt so. Von daher, ich habe zwar eingangs jetzt 2- gesagt, aber nachdem ich das jetzt wieder gesagt habe. Es ist gesagt, wie es ist. Jetzt gesagt, wie es ist. Ich stehe jetzt mal an Bord. Genau, wir machen jetzt keine neue Notvergabe. Fredanko, du sagst, du räusperst dich die ganze Zeit so doll, dass ich jetzt den Moderator übernehme und dich einfach mal nonchalant frage, was du denn jetzt dritte Wahl als Tipp geben könntest, damit das nächste Mal, damit die nicht nur in ihrem lokalen Kreis hier um Rostock rum und so populär sind, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen überregionaler. Also, endlich fragt mich mal jemand. Genau, ich habe da was mal vorbereitet. Sag mal an. Ja. Liebe dritte Wahl. Nicht Gesangskurs. Okay. Kein Fall. Ja, bitte. Liebe Bandmitglieder der Punkband Dritte Wahl, ich habe einen Wunsch an euch. Ihr habt damals mit vielen Alben gezeigt, dass ihr gute Punkmusik machen könnt. Mitreißende Texte, ansprechend, emotional, mich mitnehmen könnt auf eine musikalische Reise, deren Ausmaß episch sein kann. Ich möchte, dass ihr euch deren Wurzeln bewusst werdet und wieder die Tugenden ergreift, die dazu führen. Liebe dritte Wahl, ihr könnt es. Euer Fan. Wie fandst du meine Ansprache gerade? Sehr hilfreich, dankeschön. Gut, kein dieses Problem. Bestechende Gestammel. Habe ich ja auch extra für dritte Wahl gemacht. So, erstmal möchte ich mich, bevor ich meinen Song abspiele, ich möchte mich bedanken für Martin, dass er mit hier dabei war, sich unseren kritischen Fragen gestellt hat. Und uns nicht zu tief in die Scheiße geritten hat. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht hat's. Danke. Und wenn du mal, Martin, das ist jetzt ein Tipp von mir, wenn du mal wieder abends rumsitzt, ne, Lena ist in der Nähe, ihr guckt beide auf eure Smartphones, dann hört doch mal wieder die Kopfkracher. So. Ja, genau. Guter ja, kein Tipp. Problem. Ich frage mich jetzt sehr gerade, gerne. Ob es eine Dune 2-Emulation für ein Smartphone gibt, aber das können wir dann das nächste Mal besprechen. Oh Gottes Willen. Gut, Franco, dein Song. Mein Song kommt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Verabschiede mich. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und dann ist auch schon November. November. Tschüss. Menschen, die ich kenn, auf unserer schönen Welt, die haben sich im Internet meistens leicht verstellt. Verwundert lese ich ihre Posts und möchte nur verstehen, warum sich all die Leute stets online so verdrehen. Wieso eigentlich? Also hab ich das ausprobiert und fand das echt genial. All meine negativen Seiten sind plötzlich egal. Ich zeig mich ab jetzt als ein Typ, dem alles stets gelingt. Also ein bisschen wie MacGyver, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Egal. Online bin ich super, ein Überflieger und ein Genie. Offline bin ich kacke,
aber das erfahrt ihr ja nie. Online bin ich super, ein Überflieger und ein Genie. Offline bin ich kacke, aber das erfahrt ihr ja nie. Nicht weiter sagen. Seitdem bin ich immer präsent in diesem Internet. Täglich find ich viele Freunde. Manche wollen mit mir ins Bett. Ich bin jetzt ange- und vollkommen. Lächel und ich begreif, das ist die schöne neue Welt. Social Media Life. Online bin ich super, ein Überflieger und ein Genie. Offline bin ich kacke, aber das erfahrt ihr ja nie. Online bin ich super, ein Überflieger und ein Genie. Offline bin ich kacke, aber das erfahrt ihr ja nie. Da trudelt plötzlich dieses Schreiben ein. Vom Internetanbieter, Scheißverein. Es heißt, ich kann bald nicht mehr online sein. Reparatur und Wartung, nein, 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 nein! Online bin ich super, ein Überflieger und ein Genie. Offline bin ich kacke, aber das erfahrt ihr ja nie. Online bin ich alles, Fassade frisch renoviert. Offline bin ich niemand, hab euch doch bloß angeschmiert. Online will ich leben, ich wahre nur diesen Schein. Offline bin ich niemand, und ich will auch niemand sein. Online bin ich super, ein Überflieger und ein Genie. Offline bin ich kacke, aber das erfahrt ihr ja nie.